einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich muss den Ton ausstellen. Der ist jetzt nämlich ultra laut <laughs> gewesen, glaube ich. Aber ich kann ja ich stelle ihn jetzt mal grundsätzlich wieder leiser. Ja, hallo, hallo, einen guten Abend euch allen, äh, die ihr schon da seid oder äh, noch da seid, weil es ist ja mal wieder fast 22 Uhr, gleich in einer Minute. Guten Abend, Thyraval, mein neuester VIP, <laughs> guten Abend The One and Only Marco, guten Abend Alec, mein äh, co ähm, autoraser und Freakman, der andere Co-Autoraser. <laughs> Hello again. Ja, schön, schön euch wieder, euch wieder zu lesen. Wir haben ein neues Event und zwar das Geburtstagsevent und Geburtstagsevent und und mein, mein zweiter neuester ähm, Very Important äh, Person. Oh oh. Meine, meine Dekoration stürzt ab. Und ich wollte gerade sagen, ich habe extra Dekoration, Wipman, D Dekoration äh, im Hintergrund aufgebaut für das Geburtstagsevent. Und die ist aber sehr, sehr fragil, die Dekoration. Ja, sieht schön aus, oder? Ähm, hat, hatte, ich noch, hatte, hatte ich noch übrig. <laughs> genau. Ähm, extra zum Geburtstag. Ich hoffe, ihr habt den Sekt kalt gestellt. Ich hoffe, ihr habt den Sekt kalt gestellt. Ähm, für das Geburtstagsevent. Ich habe auf jeden Fall einen äh, Cola Rum kalt gestellt. <laughs> Alec, herzlichen Dank dir für deinen dein, äh, dein Zap. Ähm, ja, äh, ganz, ganz lieb von dir. Oh, jetzt sind ja aber auf einmal viele gekommen. Fussel, hallo. Hallo, äh, josie H Hallo, äh, Pi. Ja. Auf einmal äh, wird der Chat ganz voll. Da kann ich doch wieder nicht mit umgehen, Leute. Da komme ich, komm ich doch wieder nicht hinterher. <laughs> ah. Ach, Leute. Ja, ähm. Fussel schreibt, schreibt warum keine, kein Stadtbewerten mehr. Ähm, Mache ich vielleicht, also Stadt, Stadtbesuch wahrscheinlich, meinst du? Äh, Mache ich vielleicht später an. Ähm, ich würde erstmal gerne grundsätzlich ähm, zum Geburtstagsevent ein bisschen spielen wollen und die die äh, Städte durchgehen wollen und äh, gucken wollen, ob ihr so äh, Fragen, Anmerkungen, Ideen habt. Und ähm, im Anschluss können wir gerne, kann, ich, kann ich gerne die äh, Kanalpunkte wieder aktivieren für Stadtbesuche, Stadtbesprechungen, solche, solche Dinge. Und äh, vielleicht stürzt mir währenddessen meine Deko im Hintergrund ab. Kann sein. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen dunkler geworden hier am, an der Kamera, weil... Äh, weil die Luftballons verdecken ein wenig, ein wenig das Licht. Es kann auch sein, dass die Luftballons explodieren, weil das Licht äh, die Luftballons zu sehr aufheizt. Aber eigentlich sind da Energiesparleuchten drin, beziehungsweise LEDs. Okay. Was? <laughs> Ja, ähm, jetzt erstmal äh, gegen die Aufregung. Gegen die Aufregung ein Schluck Alkohol, damit ich auch mit den Frauen hier reden kann. Thürerwald zum Beispiel. Ähm. <laughs> Oder Josie. Ja, ja. <laughs> Mandy wahl <laughs> Ja, ich habe gestern ganz fleißig mit, mit äh, Alec und äh, Freakman Rocket League gespielt. Im, im Stream von gestern. <laughs> Guten Abend, Topstar. Und das hat äh, jede Menge Spaß gemacht. Aber das ist natürlich so noch... Ähm, ja, nicht so der, der Zuschauermagnet. <laughs> ja, Marco, zieh dich lieber ordentlich an. Wir haben Frauen im Stream. Also, im, nicht, nicht vor der Kamera, aber... Also manchmal, manchmal bin ich schon ein bisschen... Aber heute vielleicht nicht. Okay. Gut, dann... Ähm, Lasst uns mal reinfinden. Also ich nehme mal an, ihr habt alle schon ein bisschen, bisschen das Event gespielt. Ich habe es auch schon ein bisschen gespielt. Ich habe bereits 15 Quests abgeschlossen und stehe jetzt an der Stelle, wo ich vier Kämpfe gewinnen müsste, ohne zu verlieren. Ähm, ich habe mir bereits mein Spielbrett angeguckt und sehe, dass das ähm, Dings hier. Oh. Alec, äh, nochmal doppelt doppelt danke, äh, vielen Dank dann äh, auch noch für das Gifted Zap an, an Josie. Das ist äh, das ist äh, super nett. Jetzt ist Josie jetzt muss auch Josie keine Werbung mehr schauen bei mir. <laughs> okay, ähm, genau ich habe hier den den das Tagesziel schon schon gefunden. Oh jetzt ist hier Hype train jetzt geht's los. Ähm, Marco, Marco gifted zu <laughs> Freaky P. Ja, auch natürlich dir, äh, Marco. Viel, vielen Dank an, an äh, das Sub für, für P. Äh, ihr seid jetzt beide zwei Monate dabei. Das ist äh, der Frauenbonus. Genau, der Frauenbonus, den ihr beide bekommt, äh, Josie und du auch P. No? <laughs> Genau, und ich habe gesehen, äh, dieses, dieses Hütchen hier ist tatsächlich immer mal ein bisschen woanders. Jetzt, boah, jetzt rauscht hier der Hype-Train durch, mitten, mitten durchs Studio. Ich habe ich hab's hab ihn hier schon lang wandern sehen. Ähm, danke dir, danke dir Josie, für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Und nochmal Freakman, vielen Dank für 100 Bits. Ich, komm, ich komme gar nicht mehr zum Reden. <laughs> Ist ja gut, ist ja gut, danke, danke. Tyravald, danke, danke für die 100 Bits. Ganz lieb von euch. Ähm. Ja. <laughs> Marco. Es reicht. Es reicht, Leute. <laughs> Marco, danke dir für die 100 Bits. Äh, vielen lieben Dank. Ähm. Schön, dass ihr, dass ihr alle da seid und dass ihr, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe, groß, Mensch, Topstar, danke <laughs> dir für die Einwand-Witz. Ähm, ob obwohl ich noch gar nichts wirklich erzählt habe, äh, jetzt schon äh, hier so viel, so viel ähm, Anerkennung reingebt in den Stream. Ähm, äh, ich hoffe, ich hoffe ähm, ihr habt mein, mein Video gesehen ähm, zum Event. Wenn nicht, könnt ihr das gerne noch nachholen. Äh, vielleicht ist es ja ein bisschen, bisschen, bisschen dafür auch. Ähm, ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, nachdem ich auf der Beta gespielt habe, von, ähm, wie, man, wie man am besten an das Geburtstagsevent rangeht. Und mein Fokus lag so ein bisschen auf dem, wie man das meiste Papiergeld rausbekommt aus dem Geburtstagsevent. Und das wurde dann so ein bisschen durchbrochen, auch durch, die, durch das Video von, von FOE Elite. Da hatte ich ja im, im Discord auch mal nochmal was zu geschrieben, ähm, weil er einen anderen Fokus gelegt hat. Aber darauf gehe ich später nochmal ein. Ähm, was, was ich zuerst mal sagen wollte, ist Freakman. Danke dir. Vielen Dank, Freakman, für weitere 100 Bits. Das sind jetzt schon 200 in sehr, sehr kurzer Zeit. Und wir haben jetzt, glaube ich, den, den Hype Train im, im nächsten Level erreicht. Ich weiß nicht, bei, bei den Nachbarn ist irgendwas, ist irgendwas faul. Da geht das Licht ständig an und aus. Level 80. Nee, ich glaube, das geht, geht gar nicht, ne? Ein Hype Train geht bis Level 5, oder? Also, ich glaube, ich habe das mal erlebt bei irgendwelchen. Ähm <laughs> Josie, vielen Dank für weitere 100 und ein Schneemannbit. Die sind ja niedlich. Und Marco, auch dir nochmal vielen Dank. Du bist schon bei Quest 36, Fussel. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich bin soweit nicht gekommen, weil ich vor allem auf die vier Stunden Produktion gewartet habe, die jetzt äh, zwischendrin einmal. Einhorn-Schneemänner, echt. Ja, echt äh, niedlich. Da ist ihnen, ist ihnen wohl das, äh, die Nase ein bisschen hochgerutscht, ne? Den Schneemännern. Wo sind denn die her? Von. Von welchem Streamer? Äh, noch mal Nochmal, nochmal 100, 100 Dank. 100, 100 Dank. Ähm. Genau, also dieses Fähnchen hier, ne? Das ist tatsächlich, die sind von Twitch selbst, okay. Die sind echt, echt nicht schlecht. Stimmt, da steht auch nur ein Bit drunter und 100 Bits. Hm. Habe ich, habe ich, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm, genau. Dieses Fähnchen. Ähm, hatte, ich ja, hatte ich ja erwähnt, dass man das möglichst erreichen sollte, um da nochmal die 100 Spielgeld mitzunehmen, um dann mit Hilfe der, der 100 Spielgeld, die man dann jeweils zusätzlich hat, noch mehr Runden drehen zu können. Allerdings, das Runden drehen, Freakman, du bist doch verrückt. 500 Bits. Alec, nochmal 100. Danke dir, Alec. Und Freakman, 500 Bits. Ähm, das ist ein ganzer Döner in, in Pi-Land. <laughs> also, aber zusammen mit, zusammen mit Alex. Also, ähm, danke euch. Mhm. Genau. Auf der Beta, da war dieses Fähnchen bei mir am ersten Tag irgendwo hier, so in diesem Bereich. Im dritten Viertel. Heute ist es hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ähm, wie, wie das bei euch so ist. Das würde mich interessieren. Ist es bei euch allen so, dass dieses Fähnchen im ersten Viertel ist? <laughs> Freakman? Alle guten Dinge sind drei. Jetzt hast du schon. Jetzt hast du schon 700 Bits gespendet, Freakman. Halt mal dein Portemonnaie zu. Ich glaube, du musst, du musst mal mit Streamen anfangen. Dann kann ich dir mal was zurückspenden. Ähm, vielen lieben Dank. Und Marco nochmal. <laughs> vielen lieben Dank. Ähm, schreib doch mal. Dreier, genau. <laughs> ähm, schreibt doch mal, wo, wo ähm, ist euer Fähnchen? Ist es im ersten Viertel gewesen an Tag 1 oder irgendwo weiter hinten? Denn mir ist aufgefallen auf der Beta, wo ich das gespielt habe. Wie gesagt, das war das, das erste Fähnchen, war hier ganz weit Freakman! Ich meine, Das war hier ganz weit hinten. Und ich musste erstmal ganz viele Würfel, Würfel äh, benutzen, um da hinten hinzukommen. Und dann war es aber an jedem Tag irgendwie nur so ein, zwei Würfellängen weiter, das Fähnchen. Und so war es eigentlich jeden Tag relativ einfach zu erreichen. Und bei dir auf Feld 8. <laughs> Oh, ich habe einen Level Hype. Was, was ich, ich krieg selber einen Hype Train Emote. Äh, danke, Freakman, dass du mir einen Hype Train Emote gespendet hast. Ich habe doch gar nicht mitgemacht bei meinem eigenen Hype hier. Und nochmal 100 Bits, Freakman, du bist doch total verrückt. Ich, ich, ich äh, danke dir vielen, vielen lieben Dank. So, ich habe jetzt eine Schildkröte, eine Hype -Train Schildkröte. Ist ja cool. Ist ja cool. Ähm, also nicht die Schildkröte, sondern äh, dass du hier so, so ähm, viel Anerkennung in den, in den Ring schmeißt. Aber du übertreibst schon ein klein, ein klein wenig, oder? <laughs> Und Marco, auch dir, dir nochmal äh, vielen lieben Dank für das Sub. Erster Tag Event auf Feld 8. Pommespirat, okay. Ich, ich habe noch gar nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bei mir ist es auf Feld 9, auf der Hauptwelt. Aber ich habe ja noch andere Welten. Und äh, da ist es tatsächlich auch woanders. Aber was, was noch interessanter wäre, ist, ähm, ob das Fähnchen irgendwo auf, auf den hinteren Bereichen ist bei euch. Aber anscheinend ist es nicht so. Ähm, ich glaube, also es ist auch auf keiner, keiner meiner Welten so. Das ist überall hier im ersten Viertel. Und ich glaube, ähm, Forge of Empires bzw. Inno hat nach der Beta dann nochmal dieses Fähnchen versetzt, dass es nicht überall spawnt, sondern irgendwo relativ weit äh, nach, dem, nach der Spielfigur. Oder relativ nah nach der Spielfigur, sodass man eben schneller an diese zusätzliche ein, zusätzlichen 100 Spielgeld kommt. Und äh, ich nehme mal an, das ist eine der Verbesserungen, die sie noch nach dem Event vorgenommen, äh, nach der Beta vorgenommen haben. Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen. Ähm, naja, doch, mir ist noch was aufgefallen. Ich hatte nämlich drei Zahlenfelder bei mir auf dem Spielbrett auf der Beta. Und auf den Zahlenfeldern gab es ja dann auch überhaupt keine Preise. Genau. Freakman, du hast dich jetzt hier, ähm, glaube ich, mit Abstand äh, in, den, in, den, äh, in der Bit-Bewertung hier ganz nach vorne geschoben. Schon mit 1400 gespendeten Bits. Wow. Und damit doppelt so viel wie Thürer, Echt. Ähm. Und ich spiele echt gerne mit dir. <laughs> ähm, okay. Gut. Puzzle, Glückwunsch mit dem Abschluss der Rust-Quests. Ähm, ja, ich kann ja mal, ich kann ja mal eben durchgehen. Die Hauptwelt ist auf 9a. Ah. Es lädt nicht. Ich will... Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will spielen. Irgendwas stimmt nicht, Leute. Okay. FOE hat sich kurz verschluckt. Da ist es, das äh, Pfeilchen zeigt drauf. Und hier ist es auf 8. Freakman 600. Jetzt hast du die 2000 voll gemacht. Vielen lieben Dank, Freakman. Vielen lieben Dank. Du hast gerade, du hast gerade im Stream, ähm, hier ist es auch auf 8. Auf 8 und keine Zahl. Ich glaube, die Zahlen haben sie auch abgeschafft, oder? Du hast gerade im Stream richtig viele... Äh, über 1000 Bits rausgehauen. Deutlich über 1000. Du Verrückter. Hier ist es auf 7 und auch keine Zahl dabei. Und... Auf W. wahlstrand Rossi. Ist es auf 8. Und auch keine Zahl dabei. Also, sie haben meines Erachtens die Zahlen rausgenommen. Also, wo es gar keine Preise gibt auf den Feldern. Und Ich vermute ja, Topster. Ich vermute ja. Freakman, <laughs> sabbel nicht, mach weiter, du Scheißkopf. <laughs> Mache ich, Freakman, selber Scheißkopf. Ähm also ich soll nicht sagen ich soll ja ruhig sein, okay. Das kann ich nicht, Leute, das kann ich nicht. <laughs> Okay, also vier Kämpfe, vier Kämpfe am Stück machen ist äh, relativ einfach. Die habe ich hier in der Gildenexpedition noch offen. Die kann ich hier mal äh, ratzfatz durchziehen. Ähm, Fussel, sind da noch diese 8-Stunden-Quests dabei? Wenn du die, die rush Quest schon durch hast, dann wäre das eine Nachfrage an dich. Zack. Dekorationen und ein bisschen uh, 100 Diamanten. Ist ja fast so schön wie 100 Bits. Nein, aber lange nicht so schön wie 100 Bits. Eigentlich. Du wartest, bis der Olympische Tresor kommt. Ja, aber in diesem Event wird der Olympische Tresor nicht kommen. Fusseln. Ähm, das ist im Football-Event, ne? Der olympische Tresor. Die Zahlen sieht man bei manchen Preisen ein bisschen, genau. Ähm, ich vermute auch, dass es vielleicht auch nur ein Fehler war, dass die Zahlen, dass da Zahlen offen waren und da keine Preise draufgelegt wurden auf der Beta. Also, dass es gar nicht so beabsichtigt war, dass es leere Felder gibt. Fortball und Wildlife Event. Genau, Wildlife Event soll ja dann als nächstes kommen. Also als nächstes nach diesem Event kommt erstmal das Event, was gerade auf der Beta läuft, das Archäologie Event. Und dann müsste schon das Wildlife Event kommen, oder? Oder irre ich mich? Das wäre jetzt zumindest das, was ich im Kopf habe. Äh, da kannst du dann den den Tresor voll machen. Allerdings ist die Stage of Ages wirklich gut, Fussel? Und ähm, ich würde dir empfehlen, ähm, vielleicht doch nochmal das zu überdenken. Und ähm, vielleicht auch auf die Stage of Ages zu gehen. Denn, wenn wir mal gucken, wir haben hier plus 24% Verteidigung für die angreifende Armee und die. Stage of Ages hat plus 19% Angriff für die angreifende Armee. Die, der Tresor hat eine Grundfläche von äh, 5 mal 4. Naja, es könnte ungefähr gleich sein, was den Angriffsoutput angeht. Das Problem beim Tresor ist allerdings, dass der Tresor halt 10 Stufen hat und die Stage of Ages nur eine. Das heißt, du kannst das Ding sofort aufbauen, wenn, wenn du das hast. Und kannst halt sofort... Ähm, die Stage of Ages hinstellen, ohne dass du noch weitere Kids brauchst, um das aufzubauen. Und deswegen ist halt jetzt in dem Geburtstagsevent ein ziemlich großer Angriffskraftboost möglich, wenn ihr auf die Stage of Ages gehen würdet. Und äh, nebenbei bringt, der, bringt das Ding halt auch noch ähm, Güter und Forge-Punkte. Also kein reines Kampfkraftgebäude, wie jetzt beispielsweise der Schachma Schachmatplatz oder ähm, Königliches Marmortor oder die Botanische Rotunde, die es ja auch alle in dem Event geben wird. Das einzige Gebäude, was eben noch mehr prozentualen Output hat ähm, auf der Fläche... Na gut, es ist nicht ganz richtig. Also die, die, ähm, die Botanische Rotunde hat, glaube ich, ein bisschen mehr... Angriffskraft, aber du, man kann es halt relativieren dadurch, dass einfach äh, die Stage of Ages auch noch äh, Fortpunkte bringt. Aber was, das Einzige, was noch sehr gut ist, ist eben die Schildwacht, aber die gibt es ja in jedem Event, auf die muss man ja nicht warten. Und die hat halt Verteidigung für die angreifende Armee und die kann man halt relativ gut aufstocken inzwischen. Hallo Mo, schön, dass du auch da bist. Renokids sind selten als ehrliche Politiker. Ähm, weiß ich nicht, finde ich eigentlich nicht. Also man kriegt ja, kriegt ja auch generell Renokids hin und wieder auch den außertäglichen Herausforderungen. Also Renokids gibt es ja bei relativ vielen ähm, Anlässen. Allerdings ähm, spreche ich halt aus einer sehr komfortablen Position. Wie ihr seht, ich habe noch 207 übrig. Ja, also, aber, aber ich spiele halt das Spiel auch schon relativ lange. Nicht ganz zehn Jahre, aber inzwischen glaube ich achteinhalb. Und ja, Glückwunsch, Forge of Empires. Das ist gar nicht so häufig, dass ein Spiel tue ich gar nicht. Kann sein. Marco, sag, sag mir, wie, viel, wie lange ich genau spiele. Ich müsste nachgucken. Ich weiß, ich vergesse es immer. Ähm, es ist gar nicht so, so häufig, dass ein, dass ein Spiel so, so lange, so erfolgreich ist wie Forge of Empires. Und Forge of Empires hat ja im Prinzip, na, ich glaube, sie haben ein gewisses Plateau erreicht. Ne? Therese Ne, Tressa, hallo, guten Abend. Achso, Stage of Ages muss ich erstmal sagen, das ist ja die Bühne der Zeitalter. Ähm, nicht, dass, nicht, dass äh, da Verwirrung aufkommt. Äh, im, Im Deutschen heißt das Ding ja die Bühne der Zeitalter. Ähm, und deswegen findest du vielleicht auch im FOE-Wiki nichts dazu, wenn du im Deutschen-Wiki guckst. Ähm, aber wir können mal eben nachschauen. Weil ich gehe, ich geh immer in die, ins Fandom Wiki. Weil es da deutlich mehr Informationen gibt. So, da haben wir es. Das ist die Stage of Ages oder die Bühne der Zeitalter. So sieht die aus. Und das Gebäude hat. Ja, 7 bis 19 Prozent Angriffskraft für die angreifende Armee auf einer Grundfläche von 16 Feldern. Und hinzu kommen 4 Forschpunkte und 15 Güter für das Zeitalter, das letzte Zeitalter, das vorher, vorhergehende Zeitalter. Genau. Zocket! Äh, vielen Dank äh, nochmal für die, für die Bits und äh, auch danke für, die, für den kleinen Informationsnachschub, denn das äh, Fortune of Empires ja noch gar nicht 10 geworden ist, sondern wahrscheinlich dann erst am Ende des Events, wenn du sagst am 15.04.20 <laughs> Tage, naja, so gegen Ende des Events ja genau und äh, da das ja ein Gebäude ist was sofort aufgebaut werden, werden kann ähm, ist es verdammt gut ja und anders als nehmen wir mal an ähm, der Schachmattplatz ist es halt keine verschwendete oder kein kein verschwendeter Platz in der Stadt wenn man mal keine Zeit hat zu spielen weil man kann halt immer noch die forschungspunkte einsammeln, wenn man mal kurz online kommt und einsammelt. Genau. Also, klar, ein bisschen Zeit muss man haben zu spielen, aber bei den anderen Gebäuden muss man halt auch kämpfen, damit man den, den Output halt wieder reinholt. Ne? Also den, den Sinn dieses Gebäudes halt auch ausspielt. Ja. <laughs> okay. so ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, was tittenverbot? ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr was ähm, noch geschrieben habt, worauf ich antworten soll, dann schreibt es bitte noch mal. Ähm, ansonsten... Ähm, noch mal zu, zu meiner Empfehlung. Also meine Empfehlung war ja, dass ihr versucht, auf möglichst viele, auf möglichst viel Spielgeld zu kommen, damit ihr eben auch möglichst viele Umrundungen schafft und dadurch auch den Hauptpreis relativ sicher habt. Euch wird immer noch ein bisschen was an Papiergeld übrig bleiben, um dann auf die Stage of Ages zu gehen und relativ ähm, eine relativ gute Chance zu haben, davon vielleicht auch noch ein paar abzustauben. Und äh, das Ganze wurde no nochmal mit ein paar zusätzlichen Informationen unterfüttert aus dem Video von, oder kann ich jetzt nochmal mit, mit ein paar zusätzlichen Informationen unterfüttern aus dem Video vom, vom FOE Elite. Das ist schwer auszusprechen. FO Elite eigentlich, ne? FOE Elite. Ähm. Er hat nämlich gesagt, dass man mindestens 10 von den täglichen Zielen erreichen muss. Das heißt allerdings auch, dass ihr vielleicht nicht jeden Tag das tägliche Ziel erreichen müsst, weil, müsst, weil das Event läuft ja 20, 21 Tage. Ähm, das heißt, ihr könnt euch vielleicht bei schlechten Tagespreisen auch mal zurückhalten und das Tagesziel nicht erreichen. Und bekommt trotzdem noch die Eventkiste. Ich habe es nicht durchgerechnet. Er scheint es durchgerechnet zu haben. Ich bin nicht sicher. Okay. Zocket korrigiert gerade mal auf den 17. April. Aber ist trotzdem noch gegen Eventende der Geburtstag. Ähm genau, aber am Ende hat er halt dann doch empfohlen. Eher auf die Stage of Ages zu gehen, weil die so ein verdammt gutes Gebäude ist. Und wenn man auf die Stage of Ages gehen will und möglichst viele Stage of Ages abstauben möchte, dann sollte man natürlich eher gucken, dass man sich zurückhält mit dem Ausgeben von Papiergeld. Weil, wenn ich jetzt hier versuche, das Tagesziel zu erreichen, was, was ich gleich mal machen werde, dann muss ich ja mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habe ich ja schon vorhin gesagt, neun Augen würfeln. Ne? Ähm, das ist jetzt erstmal kein Problem, weil ich mir schon so viele Sachen hier zusammen äh, gespielt habe aus der, aus der Event-Quest-Reihe. Aber ich gebe jetzt halt auch ähm, Papiergeld aus, um vielleicht hier an zusätzliches Papiergeld zu kommen zu 40 Prozent. Spielgeld heißt es hier. Spielgeld. Muss ich auch nochmal anders sagen. Paper Money. Ähm, Werde ich jetzt aber mal machen für den Demonstrationseffekt. Ich würfle einmal und bekomme jetzt eine 2. Das ist schon mal nicht so schön. habe jetzt 100, 100 Papiergeld ausgegeben für eine 2. Würfel nochmal. Eine 2. 200 Papiergeld ausgegeben. Das gibt's doch nicht, oder? <laughs> Und jetzt muss ich schon aufpassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, wenn ich jetzt eine 6 würfel, dann bin ich schon am goldenen Würfel vorbei. Ich hoffe, ich würfle keine 6. Ich habe eine 6 gewürfelt. <laughs> äh, Streamer-Glück, würde ich sagen. Aber zumindest bekomme ich 100 Papiergeld wieder. Aber ich habe 300 Papiergeld ausgegeben, um 100 Papiergeld zu bekommen. Und, und ähm, das ist natürlich dann nicht so ideal, wenn man, man am Ende eigentlich möglichst viel Papiergeld ähm, haben möchte, um die Stage of Ages möglichst oft zu bekommen. Aber es ist okay, wenn man den Hauptpreis haben will, ne? Also je mehr Papiergeld man hat, das hat, desto öfter kann man würfeln, desto öfter kommt man um, um das Spielfeld rum und ähm, desto mehr ähm, ja, Kids bekommt man für den Hauptpreis. Was ich jetzt vergessen habe, ist überhaupt den Tagespreis zu wechseln. Wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja für mich auch schon heute die Stage of Ages als Alternativpreis. Nein, gibt es nicht. Es gibt das Agentenversteck. Auch okay. Hauptpreis habe ich jetzt eh nicht bekommen, sondern stattdessen ältere Eventgebäude. Das ist ja auch was Besonderes, dass man in den Kisten sehr viele von den älteren Eventgebäuden finden kann. Genau. Ähm, Mo, ich danke dir für weitere 100 Bits. Ich wurde vorhin schon mit Bits überhäuft, insbesondere vom Freakman. Der Freakman ist echt ein Freakman. Okay. Ja. Und äh, was es eigentlich auch geben sollte, ist Papiergeld um der um in der Umgebung der Stadt. Allerdings habe ich noch kein Papiergeld in der Umgebung der Stadt gefunden. Moment, da habe ich mich jetzt verklickt. Hattet ihr schon Geschenkpakete um eure Stadt herum? Warum habe ich nicht den goldenen Würfel genommen, um den goldenen Würfel zu kriegen? Samson, das ist eine gute Frage. Jetzt im Nachhinein frage ich mich das auch. <laughs> ähm, ich, habe, ich habe gehofft, dass ich nicht die 6 bekomme, weißt du? Sondern eine Zahl zwischen 1 und 5, wo ich danach anschließend den goldenen Würfel nehmen kann, um den goldenen Würfel zu bekommen. Ja, also ich habe es halt leider. leider No? Verkackt, würde ich sagen. Ähm. Ah, erst morgen gibt es Papiergeld in den Ereignissen. Okay. Verstehe. Gut, dann hätte ich ja die Ereignisse schon ernten können, wobei sie sind ja auch gut für die Event, quests ähm, um die, um, um die Event -Quest zu erledigen. Gab es schon heute, sagt Mo. Okay. 3x15 auf W und S. Mhm. Okay. Dein Glück in 20 Sekunden. Du meinst 2, 2 und 6. Aber zumindest habe ich 100 Papiergeld bekommen. Es ja. hätte, hätte ja dann auch noch 20, ja 20 Forge-Punkte sein können. Und wenn ich eins nicht brauche, dann ist es Forge-Punkte. Ist jetzt nicht ganz richtig. Ne? Also klar kann man Forge-Punkte brauchen. Was, sch was schreibt mir denn der Marco? Ah, Marco hat mir. Ein, ein Bild gesendet auf dem Discord-Server, ähm, dass es schon Pakete gibt. Da hat sich wohl der Beta-Babbo geirrt. Es gibt schon Ereignisse, die. so, äh, vielleicht kennt ihr das noch gar nicht. Falls ihr noch gar nicht auf der Beta geguckt habt. Äh, so sehen die Ereignisse aus, die ihr jetzt für ähm, das Event sammeln könnt. Und da sind dann definitiv immer auch Eventwährungen drin. Also. Papiergeld, Spielgeld, Spielgeld. Genau. Ähm. Ja. Schorsch, dir auch willkommen im Stream. Äh, gibt es Sinn, den goldenen Würfel einzusetzen, um den goldenen Würfel zu erhalten? Ja, äh, es ergibt Sinn weil du dadurch halt keinen goldenen Würfel verlierst und gratis weiter vorankommst auf dem Spielbrett. Also ähm, ich habe es halt jetzt gerade, ich habe halt mein Gru Glück ein bisschen ausgereizt und ich dachte mir, in eine sechs Würfel ich eh nicht, ich würfel bestimmt irgendwas zwischen 1 und 5. Und wenn ich eine 5-Würfel, dann habe ich ja den, den goldenen Würfel E. Eh. Dann müsste ich keinen kein goldenen Würfel einsetzen, um den goldenen Würfel zu bekommen. Aber ich habe die 6 gewürfelt. Und ich hätte stattdessen den goldenen Würfel nehmen sollen, eine 5 einstellen sollen. Die kann man ja hier einstellen. Die Augenzahl, die man haben möchte. Und hätte dann einfach den goldenen Würfel zurückbekommen. Und dadurch ist man halt auf dem Spielbrett vorangekommen, ohne tatsächlich... Äh, Spielgeld auszugeben. Und man muss ja möglichst oft umrunden. Ich glaube, ich glaube, ich bin in der Zukunft gelandet. Mit den Umrundungen auf der Beta. Und das hat gereicht für eine voll ausgebaute Orrery. Genau. Allerdings nur mit dem mit dem, ähm, Paket hier, also die habe ich schon aufgemacht, also kann ich nicht mehr zeigen. Äh, diese Eventkiste, genau. Und wenn ihr die Eventkiste nicht habt, dann müsst ihr gucken, dann, wenn ihr dann wirklich das äh, die Orrery haben wollt, dann müsst ihr wirklich auf maximal, maximales Spielgeld spielen und dann sollte, solltet ihr tatsächlich äh, jeden Tag ähm, das tägliche Ziel möglichst erreichen, um dann mit 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit das Spielgeld einzustecken, ihr solltet auch den goldenen Würfel benutzen, um den goldenen Würfel zu bekommen, ihr solltet nicht vergessen, die Ereignisse einzusammeln und natürlich die Event-Quest durchzuspielen. Genau. Um, Zocket schreibt, die Logik ergibt seiner Meinung nach keinen Sinn. Um. Na, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt auf dem Würfel die 5 eingestellt, Zocket, dann, dann wäre ich ja mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit auf... Dem goldenen Würfel gelandet und hätte auch wieder den Würfel zurückbekommen. Ich hätte dann natürlich nicht den Preis bekommen, der hier liegt, aber es ist sowieso im Moment kein Preis, den ich wirklich haben möchte. Also es ist halt nicht der Tagespreis, ja? Also es ist. Es ist der Tagespreis, aber es ist heute kein Tagespreis, den ich haben möchte. Ähm, von daher. Hast du sicherlich recht, an Tagen, wo du dann den Tagespreis definitiv haben willst, da hast du dann halt keine Chance, auf einer Kiste zu landen, wenn du auf dem goldenen Würfel landest. Ja. Ansonsten ähm, ist, es halt die, ist es halt die Abwägung. Möchtest du eher, möchtest du eher. Den, das sind den Hauptpreis oder möchtest du eher den Tagespreis? Und wenn du eher den Ta Hauptpreis möchtest, dann macht es Sinn. Also die Go Golden Orrerie ist definitiv oder die goldene Orrerie, die goldene Planetenmaschine. Es ist schwer auszusprechen, Orrerie. Heißt es Orrerie? Spricht man das anders aus im Deutschen? So, schreibt mal, wie man das spricht. <laughs> genau. Okay, also wir können wir können das Oreo. Das goldene Oreo. Natürlich. Ähm, später auf, auf Rocket League meinst du vielleicht? Vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich würde würd eher hier ähm, dann noch Stadtbesuche machen oder irgendwas. Und bei Forge of Empires bleiben, denke ich. Okay, Onata. Alle goldenen Würfel aufheben und am Ende mit sechs Würfeln noch eine weitere Runde quasi machen. Ja. Aber du hebst ja dadurch die goldenen Würfel auch auf. Ne? Also, wenn du, wenn du einen goldenen Würfel einsetzt, um den goldenen Würfel zu bekommen, dann bekommst du ja den goldenen Würfel auch wieder, den du ausgegeben hast, und verlierst nichts. Ich würde allerdings schon den goldenen Würfel einsetzen, um beispielsweise auf diesen Boost zu kommen, wenn der Preis des Tages dann lohnenswert ist. Weil 5% mehr Chance bedeutet halt, dass du 21% auf den großen Kisten hast, den Tagespreis zu bekommen. Das heißt, jeder, jede fünfte Kiste müsste im Schnitt ähm, der Tagespreis sein. Für die Königin und den König kann man sich das überlegen. Das sind sicherlich gute Preise, aber sie sind nicht so gut wie die... Das Oreo und sie sind auch nicht so gut wie die Stage of Ages. Sie sind aber sch schön anzusehen sicherlich und äh, ganz gute Preise. Also definitiv besser als viele andere Dinge, die ich noch in meiner Schatze stehen habe. Also ich könnte damit äh, definitiv Gebäude ersetzen. Und wahrscheinlich geht es vielen von euch ähnlich. Oh. Ich muss mal meinen... Äh, mein Skype kann ich auch ausstellen. <laughs> Genau, also ähm, ich müsste meine Stadt sowieso mal wieder umbauen, da ich ja jetzt auch vom letzten Event die, den Hauptpreis noch gar nicht aufgestellt habe. Was war jetzt das letzte Event? Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, aber es gibt definitiv noch viele Dinge, die ich ersetzen kann. Beispielsweise hier das Luftschiff. Ja. Ähm, aber. Ja. Du hast dreimal gewürfelt und dreimal den Tagespreis bekommen. Äh, Glückwunsch, Fussel. Was hast du denn aktuell als Tagespreis? Das St. Patrick's Day war das letzte Event. Ja, stimmt. Und was war der Hauptpreis? <laughs> Der Bauernhof. Ich habe das Gebäude schon wieder verdrängt. Das scheint nicht so gut gewesen zu sein. Aber ich glaube, das war auch nicht schlecht, ne? Es war okay. Es war ganz okay, glaube ich. Muss ich gerade mal. Ach ja, keltischer Bauernhof. Keltischer Bauernhof, genau, keltisch, ja. Ich schaue gerade mal. Ja, mit 35% Angriff für die angreifende Armee ist es schon nicht schlecht. Ist schon ein gutes Gebäude. Ja, und da muss ich halt aber erstmal Platz schaffen für. Weil das ist auch verdammt groß mit 5x6. Genau. Mhm. So. Ja, ich würde jetzt erstmal nochmal ein bisschen Quests machen. Arche abreißen. Nee, Arche nicht. Aachener. Der Aachener muss weg. Der Aachener muss abgerissen werden. Das ist zumindest die Empfehlung von Chris Shu, die er versehentlich gegeben hat. Muss man ihm zugestehen, dass er die versehentlich gegeben hat. Okay. Zwölf Kämpfe gewinnen ist ja gar nicht mal so wahrscheinlich jetzt hier. Weil ja keine GG ist. Keine GG läuft. Im Suff. <laughs> Passiert. Ähm, was meinte er denn stattdessen? Ich weiß es nicht mehr, was er, was er tatsächlich meinte. Guten Abend, Aldrin. Schön, dass du da bist. Ja, alles Gute äh, zum Geburtstag an Forge of Empires hatte ich auch schon gewünscht. Ich habe auch extra hier ähm, Luftballons hinter mir ähm, aufgerichtet zur, zur Feier des Tages. Ähm, und äh, ein alkoholisches Getränk zu mir genommen bereits. Allerdings hat mich der, mich der ja, mit Deko. Genau. Ähm, allerdings ist es, also es ist jetzt keine Deko, die ich extra angeschafft habe. Ähm, allerdings hat der Zocke darauf hingewiesen, dass erst am 17. September der eigentliche Geburtstag ist. Also erst am Ende des Events. So wie beim, beim Fortspiel-Event äh, der Super Bowl ja auch erst am Ende des Events war. Ja, aber egal. Wir feiern einfach 21 Tage lang Geburtstag. Ist es nicht toll? Dreimal Deko. Easy. Er müsste jetzt den. den, ähm Ich komme jetzt ich komme jetzt hier nicht dran. Ich komme jetzt hier nicht dran ähm äh, im Stream-Chat. Aber Pi hat so ein schönes Easy-Emote. -Easy So, ähm, drei Ereignisse sammeln, die habe ich mir aufgehoben, das geht auch locker von der Hand. Ne, fünf Ereignisse. Wie kann man eine Drei mit einer Fünf verwechseln? Aber das habe ich mich auch damals im Matheunterricht schon, äh, schon gefragt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich war, ich war nicht schlecht in Mathe. Ich habe den anderen erklärt, wie man rechnen muss. Und dann selbst falsch gerechnet. Darin war ich richtig gut. Äh, die Zahlen verschusseln. Vorratsbeschleuniger. Und den möchtest du gerne, Fussel? Oder? Oder hast du nur auf das Tagesziel gespielt heute? Also nur hinter das Tagesziel kommen dreimal gewürfelt und dreimal den Hauptpreis. Das ist ja dann auch cool. Ne? Also ist nur schade, dass es nur der Vorratsbeschleuniger war dann in dem Fall. Ne? Ja, ich äh, erkläre das Event und mache es selber falsch. Das stimmt auch. Ja. Ähm, wobei, kann man ja auch hinterfragen. Easy. <laughs> Easy, genau. Kann man ja auch hinterfragen und ähm, es gibt halt auch viele Wege nach Rom. Aber ich denke, Forge of Empires hat, hat sich das schon auch so gedacht mit dem Tagesziel. Deswegen ist es dann eben auch relativ dicht hinter der Spielfigur und ähm, nicht am anderen Ende des Feldes. Also, so dass man das schon machen soll: immer ein Stück vorrücken. Um das Aureo am Ende auch zu bekommen. Aber es bringt halt nicht unbedingt einen Vorteil, wenn man den Tagespreis haben will. Ständig vier Stunden Produktion. Wo gibt's ein Phrasenschwein? Hm? Marco? Ich habe keins gesehen. Okay. Güter. So, mal schauen, ob hier noch irgendwas angeboten wird. Das ist doch beides Kolonialzeit. Das wäre sogar okayisch, oder? Nee, doch, wäre sogar okayisch. Okay. Tausche ich das. Bezahle ich Kräutersnacks Und jetzt muss ich ganz viel Dekoration bauen. Viele Würge führen nach Rom. Ja, aber... So ein Phrasenschwein, ne? <laughs> Zum dritten Mal in vier Stunden Produktion. Okay. Also ihr beschleunigt dann wahrscheinlich die Produktion, die vier Stunden Produktion. Weil anders kommt ihr ja dann nicht so schnell durch die durch die Questline. Nehme ich an. Weil ich hätte, ich habe mir zwar vier Stunden Produktion vorbereitet für jetzt sozusagen. Und ähm, mir auch na ja, die auch eingesammelt. Aber das war halt schon vorm Stream und deswegen bin ich jetzt hier bei Quest 18 und nicht noch weiter vorne. Heute Morgen schon angefangen. Okay, dann warst du einfach akkurater dabei oder ähm, konsequenter dabei. Also, ich habe dann während des Arbeitens nicht mehr so wirklich reingeschaut. Und die Quest dann auch eine Zeit lang einfach liegen gelassen. Und dafür ist ja jetzt so ein Stream ganz nett, dass man da auch ein bisschen vorankommt nochmal. So, jetzt dürfte ja nicht mehr viel fehlen. Ja, ein, ein Gebäude. Hallo Diamantrex! Guten Abend. So. 22 mal 15 Minuten Produktion. Ich habe die hier gerade neu angestellt, ne? Breche ich die alle wieder ab. Das ist immer sehr ärgerlich, muss ich sagen, wenn man die. Wenn man die alle wieder abbrechen muss, ja? Weil man zu voreilig. Die Quests angestellt hat. Eigentlich wäre das ganz nett, wenn der, wenn wenn der FOE-Helfer dann für alle Events so eine kleine Quest-Vorschau bringen würde. Ne? Wenn man halt sehen würde, okay, die nächste Produktionsquest ist eine 4-Stunden-Quest oder eine 8-Stunden- oder 1-Stunden- oder 15 Minuten. Und man das dann alles so vorplanen kann. Es ist ja nicht so, dass man es das nicht vorplanen kann. Man muss nur dann auf einer externen Webseite gucken. Das ist dann immer. Ähm, für die Profis. Nicht so für, wie für mich. Ja. Genau. Bei, bei äh, Josie ähm, äh, im Discord gibt es eine Liste. Natürlich im. Fandom Wiki gibt es eine Liste der Quests und äh, bei dieser Galdron-Seite gibt es auch diese Liste der Quests. Ne? Ja, ich informiere mich da eigentlich nie vorher, weil es eigentlich immer reicht, wenn man sich so halbwegs. Ne? Also eigentlich muss man, muss man sich nicht groß vorbereiten. Und man muss ja nicht alles am, am ersten Tag... Ähm, soweit fertig spielen. Genau, aber ich werde jetzt nochmal die anderen Welten durchgehen ähm, und gucken, was ich da als Wechselpreise habe, weil vielleicht habe ich ja auch da schon mal die, die Bühne der Zeitalter, die Stage of Ages dabei. Hanami Brücke ist klar. Hier leider nicht, da gibt es die Pagode. Und ich habe hier vier Stunden Produktion eingestellt. muss ich nur sechsmal einsammeln und hab das. Ja, das war ein Entfernungswunsch von Inno mit der Quest-Vorschau. Bei, bei der Quest-Vorschau kann ich es ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, warum, warum das entfernt werden sollte. Beim Plündern kann ich es... Verstehe ich das? Auch wenn man es halt trotzdem noch benutzen kann, den FOE-Helfer zum Plündern. Auch eben jetzt nicht mehr ganz so komfortabel. Und ähm, beim Verhandlungsassistenten in der GG verstehe ich es auch. Aber die Quest-Vorschau, ja, bringt er ja jetzt ei eigentlich keinen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Ne? Weil wer nicht faul ist, oder ja. Und auf einer anderen Webseite nachguckt. Es ähm, Wunschbrunnen als Tagespreis wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Ich ähm, zweifle ehrlich gesagt auch daran, dass es generell nochmal einen Wunschbrunnen als Tagespreis geben wird. Ich glaube, Inno hat inzwischen verstanden dass es keine so gute Idee für sie war, die Wunschbrunnen so freigebig rauszuhauen, weil das ja ihre Einnahmequelle Diamanten auch ein bisschen konterkariert. Also es wird weiterhin irgendwie Fragmente für Wunschbrunnen geben, so als Nebenpreise und Fragmente für Wunschbrunnen Schrumpfkits. Und sicherlich wird es auch wieder den Wunschbrunnen zwischendurch als, als Hauptpreis irgendwo geben. Also, als Alternative zum Hauptpreis. Und ähm, auch in der täglichen Herausforderung. Aber ich nehme an, es wird kein tagesfreies Wunschbrunnen mehr geben in Zukunft. Hm. Das verstehe ich. Socket. Das verstehe ich. Ja. Also, man kann sich, sich da natürlich äh, die, auf die Quest Vorschau nicht 100% verlassen. Das, das stimmt. Auch wenn sich die Quests. Meistens mit der Beta decken. Muss es nicht so sein. Es kann ja sein, dass sie nochmal was verändern. Und dann steht da was Falsches drin und. Ja, kann, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Okay. Ja, aber wenn ich jetzt hier die Gilden-Expedition spiele, das interessiert euch ja wahrscheinlich auch nicht so großartig. Das ist ja dann auch eher. Deswegen werde ich mal einfach mal die Welten durchgehen. Vielleicht habe ich irgendwo ähm, kriege ich irgendwo die Stage of Ages. Ich guck mal ich guck mal erstmal. Building can be plundered, aber ist ja auch nicht der, der Hauptnutzen mit den mit den Forge-Punkten. Ähm ja, hier steht Anniversary Event. Ich gucke mal erstmal nochmal, ob, ob die Stage of Ages, die Bühne der Zeitalter, überhaupt als Alternativpreis drin ist. So, List of Possible Switched Prices. Sie war, genau hier ist sie. Sie war auf jeden Fall als Alternativpreis auf der Beta, weil ich hatte sie dreimal. Einmal als Alternativpreis, zweimal regulär. Und morgen gibt es die Menagerie im Standard. Dann wisst ihr das auch schon mal. Wobei, in einer Stunde ist es sowieso klar. Genau. Okay. <laughs> so. Okay. Ähm, ne, da gucken wir gleich. so Alternativpreis Bühne der Zeitalter nein Renovino, Renovierungskit auch hier habe ich die vier Stunden Produktion verbreitet und sechs aber ich habe ja noch gar nicht alle Güter eingesammelt und meine lieben Gillen haben die Güter noch nicht angenommen aber vielleicht kann, kann jemand von euch einspringen der auch auf F ist. Ich bin gerade auf Feldrangier. Und habe da einen ein, ein Handel drin. Stoffe gegen Eisen. Allerdings nur für die Gilde. Das sollte ich vielleicht dann doch mal erneuern. Sonst kann das natürlich auch niemand annehmen. So. Stoffe gegen Eisen. Und Eisen gegen Ups. Stoffe. So, dann käme ich hier auch weiter. Der FOE-Helfer lügt. <laughs> ja, also der, er lügt ja nicht bewusst. Ne? Also der FOE-Helfer würde ja die, würde ja die ähm, Preise oder nicht die Preise, die äh, Events aus der Beta übernehmen und wahrscheinlich auch korrekt korrekt angeben ich kann keine Freundschaftsanfragen mehr annehmen das kann sein aber ich guck mal wer wen ich rausschmeißen kann es sind viele zum Beispiel die Gummiente bin ich überhaupt nee ich bin doch doch Freunde Gummiente Ich nehme mal die Gummiente raus, erstmal nochmal helfen und dann entfernen. Und jetzt kann ich eine Freundschaftsanfrage annehmen. Ja, ich habe gestern zu Amor Amorant äh, geradet. Vielen Dank fürs Annehmen. Das war jetzt nicht Aldrin. Habe ich jetzt aber auch nicht beachtet oder nicht darauf geachtet, wer es war. Ich würde ja mal, ich würde mal auf Frequent tippen. Nee, tatsächlich äh, ein Außenstehender. Oder ist Mefa hier im, im Stream? Er hat ja nur die eine Richtung angenommen. Ist ja auch okay. Ist ja nicht so schlimm. Ähm, Amorant hat er angenommen, das kann sein. Ja, ich habe aus Spaß zu Amorant äh, äh, graded und weil Freakman das auch eingelöst hat für Kanalpunkte. Ähm, ja. So, jetzt bin ich hier auch beim. Bei dem Part. Ach, jetzt hast du mir gerade die Freundschaftsanfrage geschickt. Ich gehe gleich, gleich, gehe gleich nochmal zurück. So, hier habe ich den Tagespreis schon gewechselt. Da bin ich schon bei der Pagode, aber ich kann die 4-Stunden-Produktion annehmen. Und zwar hier brauche ich sie 10 Mal, weil ich ja im Zeitalter schon höher bin. So, und. Genau, Amorant wird wahrscheinlich demnächst mich raiden, wenn sie fertig ist mit ihrem äh, Poolstream. Und <laughs> das wäre, das wär, denke ich, nur fair. Ne? Aber ich, ich weiß nicht, äh, ob ich die, äh, die Zuschauer tatsächlich haben wollen würde. Okay. Weil die erwarten ja dann sicherlich was anderes bei mir im Stream. Auch hier gibt es keinen. Kein, ähm, na. Keine Bündel der Zeitalter. Leider. Schade. Ja, und hier hänge ich sowieso hinterher mit der Event Quest. Mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe, die, die Questline zu beenden. Das ist halt meiner Experimentierwelt. So. Fullstream bei Chris, genau. Das würden die wahrscheinlich erwarten, dass ich dann hier weitermache und äh, ein knappes Höschen anhabe und so. Aber das ist nicht ganz so mein, äh, mein Streaming-Stil. Jenga 9 im Bikini, genau. Ähm, aber das ist nicht ga ganz so mein Streaming-Stil. Äh, w ist mein Hauptfeld. <lacht> Nein. <lacht> Aldrin. Danke, dir wäre jetzt aber nicht mehr nötig gewesen. Also vielleicht später nochmal. Aber ähm, ger gerne immer wieder. Gerne immer wieder, wenn, wenn ich es wenn äh, brauchen kann. Ähm, ansonsten können wir jetzt gerne auch mal einen Blick auf die Beta werfen. Achtung, Spoiler-Alarm. Jetzt äh, klingeln die Alarmglocken. Auf der Beta hat nämlich das Archäologie-Event gestartet. Und wenn ihr selber nicht auf der Beta seid und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsstet ihr jetzt abschalten. Und zwar, das Archäologie-Event ist wieder das Archäologie-Event wie immer. Ich glaube, das ist inzwischen drei, vier Jahre alt. Oder zwei, drei Jahre alt. Zwei, drei eher, ne? Ich würde jetzt auf drei tippen. Und es funktioniert immer genau gleich. Man deckt halt mit den mit dem, mit dem Werkzeug die, die Felder auf. Ähm, also äh, budelt sich hier, hier durch. Das kann ich ja hier mal aufdecken. Und ähm, ja, man, man versucht halt diesen, diesen tollen Hauptpreis zu bekommen. Das ist das äh, Schmetterlingshaus. Und das ist so lala. Also, es ist nicht so doll, ehrlich gesagt. Ähm, auch in Kombination mit den, mit den anderen Gebäuden ist es jetzt nicht so der Hit. Es ist sicherlich ein schönes Set, definitiv. Ähm, aber man kann mh, weder die Einzelteile noch wirklich zu einem wirklich effizienten, in einem wirklich effizienten Aufbau äh, Design noch äh, lohnt sich das, das Hauptgebäude wirklich. Aber vielleicht ändert sich das noch. Also es kann ja sein, dass nach der Beta dann nochmal die Preise ein bisschen angepasst werden. Das war ja schon öfter so. Hallo Sikat, äh, schönen Abend dir. Und hallo Schmidti. Auch dir einen schönen Abend. Und willkommen im Stream. Du hast das erste Mal geschrieben heute. Wie schon ein paar andere. Ja, also es ist, äh, es ist nicht, so, nicht so berauschend. Ähm, aber ähm, beim Archäologie-Event gibt es immer zahlreiche... Nee, stimmt nicht. Beim ich verwechsel das auch immer mit dem Halloween-Event, weil das das gleiche Spiel ist. Ähm, es gibt einen guten anderen Preis, und zwar das gigantische Rad. Na, das habe ich ja hier auch schon auf meinem... meiner Hauptwelt. Mit 26 Angriffskraft für die angreifende Armee als maximal äh, im, im, im höchsten Zeitalter, oder ab dem Asteroidengürtel. Das gibt es als Alternativpreis und als Tagespreis. Und da lohnt es sich definitiv dann ordentlich zu buddeln, würde ich sagen, wenn das kommt. Und ähm, das ja, Schmetterlings-Set werdet ihr dann nebenbei wahrscheinlich einsammeln können. Wichtige Frage zum Geburtstagsevent. Angenommen, ich gehe auf Angriffskraft von SICAT. Lohnt es sich, in diesem Event DIAS einzusetzen und wenn ja, für welches Gebäude? SICAT, ja, es lohnt sich für die Bühne der, Ze Bühne der Zeitalter. Genau, also ähm, vielleicht nochmal kurz warum. Es ist äh, Die Bühne der Zeitalter ist ein äh, sehr gutes Gebäude. Sie hat 19% Angriffskraft auf einer Fläche von 4 mal 4. Wir können das ja mal vergleichen. Mit einer botanischen Rotunde, die 10% hat auf 3x3. Na, also ähm, ähm, 3x3 ist 9. Das heißt, wir müssen äh, 10 durch 9 rechnen und haben dann den Angriffskraftwert pro Feld. Das ist 1,1 Periode. Und bei 19 durch 16 bei 4 mal 4 haben wir 1,18. Das heißt, ähm, die Stage of Ages hat einen sehr guten Angriffskraft pro Feldwert. Bringt dazu allerdings auch noch 4 Forgepunkte und 15 Güter des vergangenen Zeitalters. Die zwei Ta Statuen. Äh, Schrott sind sie nicht, Sikhat, sind, die sind schon ganz gut, aber sie sind jetzt keine besonderen Gebäude. Also sie sind schon besondere Gebäude. <laughs> sie sehen besonders aus. Sie sind auch recht gut im Vergleich mit vielen anderen Gebäuden, die ich jetzt zum Beispiel in meiner Stadt hat, hätte. Also ich kann definitiv mit, den, mit, der König, mit dem König und der Königin Gebäude bei mir ersetzen in der Stadt. Aber... Sie sind nicht so gut wie die Stage of Ages. Und du musst halt auf dieses Geschenk spielen, wenn du, wenn du die haben willst. Und dafür müsstest du halt den goldenen Würfel einsetzen oder Glück haben. Und das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Gut genug zum Aufstellen? Definitiv. Also wenn du keine Chris Schuhstadt hast, wo du dir mit Diamanten eh schon das beste Bild zusammengebaut hast und äh, dir irgendwie zehn Reihen ähm, von, den, von den Hippodromen den nebeneinander stellst, dann gibt es sicherlich immer irgendwas zu ersetzen. Und ich glaube, die Königin und der König sind schon gut genug, um sie aufzustellen. Ich kann mal eben, kann mal eben hier nochmal durchscrollen. Genau, also der König Sieht es richtig, die haben jetzt beide 5% Angriffskraft, haben, no haben sie die noch die nochmal mal verändert? Nee. 5% Angriffskraft? Doch, die haben sie noch mal verändert. Die haben sie noch mal verändert. Beide haben jetzt 5% Angriffskraft. Die waren, die, waren schon vorher, die waren schon vorher gut genug, als sie auf der Beta waren, denke ich. Aber jetzt sind sie ja noch besser durch Angriffskraft. Äh, ich, bin, ich bin ziemlich sicher, ich bin ziemlich sicher die einer von beiden hatte keine Angriffskraft auf der Beta. Jetzt, jetzt könnte ich noch mal in meinen Stream schauen. Wir haben uns ja die Gebäude auf der Beta schon mal angeguckt. Ähm, als das Event live gegangen ist auf der Beta. Aber ich bin sehr sicher, eins von den Gebäuden hatte keine Eingriffskraft. Damit sind sie definitiv jetzt noch besser geworden. Aber es ist halt, es sind halt 5% auf einer Fläche von 3x3. Ne? Das ist dann halt nicht so effizient. Ne? Also äh, nee, hast halt 9 durch. 5 durch 9. Ja. Also 0,55. Aber es ist definitiv, es ist definitiv besser als vieles andere, ähm, was man sonst so in der Stadt zu stehen hat. In einer normalen Stadt, sagen wir es mal so. Ähm, in einer normalen Großstadt. <laughs> Vielleicht müsste ich es auch nochmal so sagen. Wer, wer jetzt noch nicht so lange spielt und noch keiner, noch nicht in der Venus ist, hat ja nicht so viel Fläche. Und ähm, diese Spieler können natürlich auf einer viel kleineren Fläche schon alles voller Top-Gebäude zu stehen haben. Ne? Das kann sein. Aber ich habe definitiv, definitiv genug äh, Gebäude, wo, die, die ich ersetzen könnte, wo mir äh, die große Königin und der große König definitiv, also nochmal einen Vorteil bringen würde. <laughs> ja, sehr gerne. Die Bühne ist sicher Tagespreis. Ähm, ganz sicher. Ist halt, sie Tagespreis? Was nicht ganz sicher ist, ist, ob sie zweimal Tagespreis wird. Sie war auf der Beta halt wirklich zweimal der Tagespreis, aber ich vermute schon, dass sie zweimal der Tagespreis wird. Denn eigentlich ist es, ist es wenn neue Gebäude hinzukommen, schon so, dass sie immer zweimal erscheinen. Und ähm, dazu gibt es die, die Bühne der Zeitalter noch mal, als Alternativpreis. Das heißt, du kannst Glück haben und sie sogar drei- oder viermal bekommen, wenn du die, ja, den Alternativpreis bekommst. Wunschbrunnen-Tagespreis bezweifle ich. Wird es nicht, nicht mehr geben. Ich würde meine Hand fast dafür ins Feuer legen, dass, sie ist, dass es überhaupt keine Wunschbrunnen mehr als Tagespreis geben wird. Wie gesagt, nur noch als Alternative zum Hauptpreis, also hier so um Wechsel, so wie das Agentenversteck. Genau. Ähm, zurück zum Archäologie-Event. Ich bin dabei, noch ein weiteres Video zu machen, ähm, was den Kalender betrifft, den Kalender des Archäologie-Events, aber auch des ähm, Halloween-Events, weil die sind ja im Prinzip gleich, weil das Spiel das gleiche ist. Und ähm, ich habe bereits ein Video gemacht, was noch ungeschnitten ist vom Halloween-Event, wo ich erklärt habe, wie man es schafft, den Kalender abzuschließen, ohne auf Tagespreise verzichten zu müssen. Und das kann ich ja mal kurz hier so anreißen, falls ich das irgendwie verständlich rüberbringen kann. Alle verkauft? Ist es sinnvoll, immer auf das Hütchen zu warten oder äh, immer einmal durchzuspielen? M Nein, es ist definitiv nicht sinnvoll, durchzuspielen. Also ich verstehe die Frage nicht so ganz, Schmidti. Also, wenn du, wenn du heute zum Beispiel anfängst, ist es nicht sinnvoll durchzuspielen. Es sei denn, du hast die Bühne der Zeitalter oder einen anderen Tagespreis, den du gerne unbedingt haben möchtest, ähm, wo du dann, wo sich dann das Weiterspielen lohnt. Ansonsten geh definitiv nur hinter das Tagesziel und nicht weiter. Genau. Ansonsten, wenn du die Frage irgendwie anders gemeint hast, dann versuch sie noch nochmal anders zu formulieren. Genau. Also, wenn, du, wenn, der, wenn der Tagespreis sich für dich lohnt, dann, dann, äh, dann zieh durch und spiel weiter. Ähm, ich habe ich hab am Anfang schon gesagt, FOE Elite hatte ausgerechnet, dass man den Ta das Tagesziel. Ungefähr zehnmal, also mindestens, mindestens zehnmal erreichen muss, um den ha Hauptpreis zu bekommen. Ich habe eigentlich vor, den Hauptpreis zu bekommen. Ich bin in dieser Einstellung nicht ganz hundertprozentig gefestigt, weil ich auch vorhabe, möglichst viele von den Bühnen der Zeitalter zu bekommen. Aber ja. <laughs> genau, also es ist halt die Abwägung. Also du. Du kannst halt dein Papier zurückhalten und dann wirklich nur ausgeben, wenn du den Tagespreis hast und das Tagesziel ignorieren. Dadurch bekommst du wahrscheinlich, also dadurch bekommst du definitiv nicht zu 100% das goldene Oreo. Du hast eine Chance, das goldene Oreo zu bekommen, aber vielleicht kriegst du die goldene Oreo nicht, wenn du das Tagesziel nicht machst. Okay. Ja, Aldrin, bei 820 ähm, Wunschbrunnen wird es sicherlich nicht bleiben. Du kriegst ja immer noch weitere Wunschbrunnen, aber eben nicht mehr in der, in der Anzahl wie früher. Ne? Ja. Ja, äh, Pi. Hast du recht. Also ich, ich denke auch ich, ich denke auch ich werde ein paar Diamanten einsetzen. Ich denke auch ich werde ein paar Diamanten einsetzen. Ich habe ja ein bisschen was gesammelt ähm, und äh, wenn, wenn der Tagespreis sich lohnt und zusätzlich ich auch noch viele Kisten auf dem Brett habe. Ähm, da hatte ja hatte ja ähm, FOE Elite auch darauf hingewiesen dass man 17 oder 18 Kisten, glaube ich. Ich muss nochmal gerade im Discord gucken, da hatte ich ja das geschrieben. Jetzt wird es nicht geladen, na toll. Es lohnt sich, auf den Discord-Server zu kommen, sowohl auf meinen als auch auf den FOE Olymp, falls ihr noch nicht drauf seid. Weil da ich, also ich da auch gerne nochmal ein paar andere informationen äh, mitliefere wenn es denn jetzt geladen werden würde aber es wird nicht geladen ja also 17 oder 18 vielleicht guckt ihr mal wenn wenn es geht ähm, 17 oder 18 truhen äh, auf der auf dem spielbrett muss man haben dann ist es ein guter schnitt ich kann ja mal durchzählen 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also ist scheinbar jetzt erstmal gut. Aber man kann halt auch ein Spielbrett haben, was sich nicht so sehr lohnt, wo man dann weniger Kisten drauf hat. Und das Spielbrett ändert sich oder die Kisten auf dem Spielbrett ändern sich jeden Tag. Laut FOE Elite. Und da lohnt es sich dann vielleicht auch mal zu warten. Ja, richtig, Aldrin. Dein Beta-Avatar, du meinst den Jimi Hendrix? Den da? Ähm, genau. So, Archäologie-Event. Vielleicht mal kurz, vielleicht mal kurz angerissen. Es, also, wenn das Archäologie-Event so, vom Preis her so bleibt, lohnt es sich ja nicht so recht, auf den Hauptpreis zu gehen. Das bedeutet, ihr könntet die goldenen Idole links liegen lassen und geht mehr auf die Kisten. Also, ihr buddelt dann Kisten aus. Ähm, und lasst die goldenen Idole einfach unaufgedeckt, wenn ihr sie nicht eh aufdecken müsst. Oder wenn ihr stattdessen ein äh, Feld ohne Preis aufdecken würdet, dann nimmt einfach das Idol, logischerweise. Aber sonst könnt ihr die ignorieren. Aber was den Eventkalender betrifft, da bräuchtet ihr ja diese ähm, Scherben. Und diese Scherben gibt es ja einmal am Tag eine ne ganze Scherbe, die so ein Türchen öffnet. Und ihr könnt aber, wenn sich der Tagespreis lohnt, wie ich hier direkt am ersten Tag, ähm, also den, den Fall hatte ich direkt am ersten Tag, da war nämlich das, das Rad, das ähm, Riesenrad, der Tagespreis. Da könnt ihr halt so vorgehen, dass ihr euch die, den Untergrund freibuddelt bis zur ersten Scherbe, dann die Scherbe einsammelt, dann wartet ihr, bis nach 0 Uhr, denn ihr seht, die Kalender oder die, die Uhrzeiten laufen, laufen wir auseinander. Also wir haben jetzt 23.24 Uhr ähm, 24 und der Tagespreis ist noch 13, über 13 Stunden aktiv. Das heißt, ihr wartet mit dem Einsammeln ähm, eurer nächsten Scherbe. Also das heißt, nochmal. Nochmal ruhig. Die erste Scherbe sammelt ihr ein. Dann könnt ihr weiter buddeln, bis ihr die nächste Scherbe findet. Wenn ihr die nächste Scherbe gefunden habt, wartet ihr bis nach 0 Uhr, sammelt die nächste Scherbe ein. Dann könnt ihr weiter buddeln, bis ihr die übernächste Scherbe findet. Das heißt, ihr, ihr sammelt drei Scherben beim gleichen Tagespreis. Und an der Stelle macht ihr Stopp. Und. Auf diese Art und Weise könnt ihr mindestens neun Tagespreise relativ easy bekommen. Denn ihr werdet sehr wahrscheinlich zweimal das Rad haben als Tagespreis und ein weiteres, ein drittes Mal als Alternativpreis. Und da ihr jeweils drei Scherben bekommen könnt, Habt ihr dann schon mal neun Tage sicher. Dann wird es noch andere Tage geben, an denen sich die Tagespreise einigermaßen lohnen. Und damit füllt ihr, die, füllt ihr weitere Kalendertürchen und könnt weitere Türchen öffnen. Und außerdem bekommt ihr ja auch noch ähm, die Splitter, wo ihr dann mit fünf Splittern auch eine neue Scherbe bekommt und äh, ein komplettes Kalendertürchen aufmachen könnt. Und die Splitter bekommt ihr einerseits bekommt ihr ja einerseits, ähm, wenn ihr die Tagespreise sammelt. Gute Nacht. Und andererseits auch äh, für, den, für die Daily Challenge. Also wenn ihr hier den entsprechenden Preis wählt, wo ihr die Splitter bekommt. Und so kann man sehr einfach den, den Eventkalender abschließen. Ich hatte beim Halloween-Event glaube ich, noch drei komplette ähm, von diesen Scherben hier übrig, wo ich hätte noch Türchen öffnen können, obwohl ich schon den kompletten Kalender geöffnet hatte. Okay. <laughs> ja, ähm, das mal vorab. Ich bin dabei, das in ein Video zu verpacken. Vielleicht nutze ich die, am ähm, Großteils das Video vom, vom Halloween-Event, um das fertig zu machen und kündige das halt nur an mit dem Archäologie-Event, weil es halt da genau die gleiche Mechanik ist. Schmidt, vielen Dank für deine Subscription. Danke dir, Schmidt. Ähm, ja, mit Prime Gaming kann man, kann man auch abonnieren, richtig. Also, falls ihr äh, eh Amazon Prime habt, ähm, dann könnt ihr bei einem beliebigen Streamer ein Abo im Monat ähm, abschließen, ohne Geld zu äh, Twitch zu. Also, ohne Twitch dafür extra Geld zu geben. Genau. Ja, ähm. Funktioniert der Trick beim Tagesziel beim aktuellen Geburtstagsevent? Ja. Nein. <laughs> nein. Denn du siehst, in 32 Minuten ist der Tag zu Ende und auch der Preis des Tages zu Ende. Also nein. So. Jetzt versuche ich mal drüber zu lesen. Also ich wünsche dir natürlich Glück, äh, Pi, dass du den Jimi Hendrix-Avatar bekommst. Vielleicht klappt es ja. Ähm, früher oder später wird es Ach nee, stimmt ja gar nicht. Den gibt es ja nur beim Geburtstagsevent. Nee, musst du Glück haben. Und zur Not den goldenen Würfel für einsetzen. Also wenn er auf dem Brett ist, kannst du ja den goldenen Würfel einsetzen, dann kriegst du ihn ziemlich sicher. Aber es muss es dir dann auch wert sein. Und ich würde mit meinem, meinen Diamanten, denke ich, eher Spielgeld kaufen als Würfel. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich bekomme 1200 Spielgeld für 2000 Diamanten. Das heißt, es sind zwölf weitere Züge. Ein Würfel kostet. Fünf Würfel kosten auch fast 2000. Es lohnt sich definitiv mehr auf Spielgeld zu gehen als auf Würfel. Man bekommt ja auch mehr Würfel, wenn man Spielgeld einsetzt. Also wenn man Spielgeld kauft, bekommt man ja auch mehr Würfel raus. Ähm <laughs> ich habe gar kein Video rausgebracht zum Halloween-Event. Das Problem mit dem Video, was ich da gemacht habe, ist, dass ich das Video erst nach dem Halloween-Event fertiggestellt habe. Und deswegen hat es sich nicht mehr gelohnt, das für das Halloween-Event rauszubringen. Aber da die Spielmechanik exakt dieselbe ist und es geht halt nicht ums Halloween-Event, es geht darum, den Eventkalender oder wie man den Eventkalender löst, könnte ich, halt, könnte ich halt das gleiche Video. Material verwenden. Vielleicht mache ich aber auch noch neues Videomaterial. Aber ich muss jetzt, ich muss jetzt warten auf den auf, auf Tagespreis, den ich auch will. Im Archäologie-Event. Genau. So. Okay. Gut. Sonst hattet ihr jetzt nichts mehr weiter, weiter geschrieben. Zumindest fällt mir jetzt nicht auf, dass ihr noch was weiteres geschrieben habt. An Fragen. Falls doch, schreibt es einfach nochmal. Dann ähm, gehe ich drauf ein. Ansonsten würde ich jetzt mal die FOE-Kanalpunkte-Sachen einstellen. Falls ihr also wollt, könnt ihr eine Stadtbesprechung oder einen Stadtbesuch einlösen. Unterschied Stadtbesprechung und Stadtbesuch. Stadtbesuch ist ist, ich gehe auf euer, eure Welt und schaue mir eure Welt an. Und statt Besprechung ist, wir treffen uns zusammen im Discord und reden gemeinsam über eure Stadt. Über Stadt. Genau. Okay. Und wenn ihr keine Kanalpunkte einlöst, dann quatsche ich halt hier weiter, mache ich halt hier weiter Event-Quests, würde ich sagen. Das liegt jetzt an euch. <laughs> Oder gehe auf andere Themen ein, die ihr noch habt oder andere Fragen, die ihr noch habt für, äh, zu dem Event oder zu anderen Themen. Und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Ich bin ja jetzt nicht bei Inno angestellt und weiß das zu 100 Prozent. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Leute bei Inno das auch zu 100 Prozent wissen. Vermutlich nicht alle, sondern nur die Game Designer. <laughs> Ähm, naja, die die, ähm, die, Stadtbesuche, die nicht eingelöst wurden, die habe ich wieder erstattet. Also, die habe ich zurückerstattet. Das heißt, die Kanalpunkte, die sind dann zurückgekommen zu denjenigen, die nicht eingelöst wurden. Ich habe ja einmal, ähm, ich glaube, am Freitag letzte Woche oder so, hatte ich ja Forge of Empires gestreamt und dann ähm, war meine Tochter dann. Also sie war ja eh schon krank und dann ging es ihr nicht gut und dann habe ich äh, aufgehört zu streamen. Da hatten wir, glaube ich, noch zwei offene Stadtbesuche, aber die habe ich dann äh, abgebrochen. Und damit müsstet ihr die Kanalpunkte zurückbekommen. Zumindest steht es da beim Abbrechen. Gibt sie seine Kanalpunkte zurück. Genau. Also müsstet ihr nochmal neu einlösen, wenn ihr einen Stadtbesuch. Haben wollt. So. Und sonst würde ich jetzt erstmal nur weiter Stadtbesuche meiner Tochter. Das wäre das wär lustig, ne? Also, wenn meine Tochter die Stadt bewertet. Das wäre eigentlich ganz lustig, aber ich kann, ich kann leider sie nicht mehr aufwecken. <laughs> Schmidti, du kannst es wahrscheinlich noch nicht, weil du. Ich weiß nicht, ähm, bist du schon länger dabei und hast Kanalpunkte gesammelt? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, ähm, ich zeige es dir mal kurz. Aber wir könnten mal eine Ausnahme machen bei dir. Wenn du jetzt das erste Mal dabei bist. Ich zeige dir mal kurz einfach auf einem anderen Kanal, wie das aussehen würde. Wir gehen mal hier zum, zum Vari. Der spielt gerade ge Anno. Und ich habe jetzt hier 3000 Kanalpunkte gesammelt. Und man bekommt halt hier täglich. Ah, okay. Pi. Pi hat für dich Kanalpunkte eingelöst. Genau, man bekommt hier, hier äh, täglich, sage ich schon. Man kommt hier ähm, Kanalpunkte immer dazu. Je länger man den Stream schaut, und ähm, da du jetzt auch ein Abo hast, bekommst du nochmal ein bisschen mehr. Und mit, nach einer Weile hast du halt äh, die 3000 zusammen und kannst so, ein, so einen Stadtbesuch einlösen. Dann musst du mir noch sagen, Schmidti, auf welcher Welt ich gucken soll. Und dann wechsle ich dahin und dann schaue ich mir mal deine Stadt an. Stadtbesuche. Meine... <laughs> <laughs> nee, ich, dachte, ich, ich dachte mir das gerade anders mit den, mit den, mit den Stadtbesuchen. <laughs> du schaust gerade mal, welche Stadt vorzeigbar ist, Schmidti. Ähm, und zwar, und zwar äh, könnte ich, könntet ihr einen Stadtbesuch einlösen und wenn meine Tochter wach ist, also wenn es nicht 23 Uhr ist, ähm, sondern ich mal, des, äh, am, am, oder nochmal, mal der seltene Moment sein sollte, dass ich an Tage spiele, wo meine Tochter wach ist und dann auch streame, was eigentlich nicht vorkommt. <laughs> äh, da könnte sie gucken und sagen, ob, euch, ob ihr, ihr eure Stadt gefällt. Genau. Das wäre lustig, glaube ich. Gags nicht vergessen. Reminder. Ja, alles gut. Wir haben doch kein, keinen Druck. Wir hatten auch letzte Woche keinen Druck. Na? Erstmal schnell schnell die Stadt aufräumen. <laughs> ja, genau. Also jetzt bin ich hier schon ein Stück weiter. Kann ich mal auf A gehen. Ja, falls ich Versuche übrig habe, äh, habe ich auch. Aber hier auch. Ne? Hier auch. Und hier muss ich, äh, muss ich das auch machen, um in der Quest voranzukommen. Von daher. Mache ich es doch eher hier, würde ich sagen. Und auf der Nebenwelt mache ich es ja eher so, dass ich nur gebundene Einheiten einsetze. Und da schaffe ich vielleicht jetzt auch gar nicht fünf Begegnungen am Stück, weil mir dann zu viele gebundene Einheiten schon weggestorben sind. Mal schauen. Und ich wähle größtenteils Konteinheiten, auch wenn das nicht so 100% effektiv ist. Aber das ist im Schnitt... geht es einher damit, dass es... Dass es gleichmäßig verbraucht die Einheiten, so einigermaßen gleichmäßig, und dass ich am Ende dann ähm, ja nicht zu viele angeschlagene habe, die ich dann nicht mehr wieder verwenden kann. Falls es irgendwie verständlich war, was ich meine. Genau, aber ich glaube, ich schaff's. Ich schaff's. Okay. So, jetzt müsste ich 18 Forgepunkte oder 60 Güter in die Gildenkasse spenden. Mal gucken, ob ich hier viele G Güter übrig habe, die ich in die Kasse spenden kann. Naja. Das sollte jetzt kein großes Problem sein. Nehmen wir hier 60 Kalkstein. Weil die 18 Forgepunkte habe ich gerade nicht. Parat. Und jetzt ist es nochmal Gildenexpedition. Oder eine Verhandlung lösen. Güte vor Ort ist knapp. Na dann, Gildenexpedition. Statt aufräumen, wie er das meint, äh, Schmidti, du musst mir nur sagen, also wenn du jetzt überlegst, wenn du jetzt überlegst, welche Stadt. <laughs> also Moment. Ähm, Pi hat einen Stadtbesuch eingelöst. Für dich. Das heißt, du musst keine Kanalpunkte mehr ausgeben. Du kannst jetzt sagen, besuch mal bitte meine Stadt auf der Welt B oder so. Und dann würde ich mir auf der Welt B einen Account anlegen. Beziehungsweise eine neue, neue Welt anlegen. Und ähm, würde da nach deinem Namen suchen und in deine Stadt reingehen. Gucken, was du für ähm, legendäre Gebäude hast und gucken, wie du deine Stadt so aufgebaut hast. Und dann kann ich dir sagen, ähm, was du vielleicht noch besser machen kannst. Genau, das ist eine Idee hinter dem Stadtbesuch. Manche, wie zum Beispiel der Mo, haben aber auch eine sehr schöne Stadt, wo es nicht so darum geht, dass die jetzt so 100% effizient ist, sondern dass sie vielleicht eher zeigen wollen, ähm, wie ihre Stadt aufgebaut ist und dass sie die halt besonders schön gestaltet haben. Und auch das ist ja interessant für die anderen Spieler, um mal zu gucken, ähm, wie andere Leute so ihre Städte aufbauen. Auf O. Okay. Dann würde ich mal eben... auf O gehen, das kann kurz dauern, weil ich hier nochmal meinen mein Passwort rausholen muss und ich darf es euch auch nicht zeigen. <laughs> ich habe ach, natürlich vertippt, ich habe mir nämlich einen separaten Account angelegt für die Stadtbesucher, denn und die okay. Hälfte gezeigt. Ähm, denn so ist es einfacher, weil ich nämlich nicht hier durcheinander kommen will mit den Welten und jetzt hier nicht auch noch B und alle anderen Welten haben möchte. Das bedeutet allerdings auch, dass ich immer ein bisschen brauche, um ähm, um die das Tutorial durchzuspielen, aber das machen wir gleich noch mal gemeinsam. So. Äh. geht mein Passwort nicht mehr. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Das sieht sieht okay aus. Das sieht okay aus. Aber es funktioniert nicht mehr. Naja, machen wir es wieder auf Firefox, da äh, geht's. Aber es könnte dann dauert es wieder. Nicht so schön. Nicht so schön. Muss ich nochmal nochmal dran. So, Firefox Browser. So. Weltwechseln. auf. Oh. War. Zumindest habe ich von Rapture ge gehört oder gelernt, wie, wie die Stadt heißt. Äh, das, die, die Welt heißt. Ne, das brauchen wir uns nicht angucken, aber man muss immer noch das Tutorial durchspielen. Wenn man eine neue Welt hat, das ist ein kleines Manko, ne? Müsste man eigentlich mal. Müsste man eigentlich mal inno mit nerven dass man ja das Tutorial vielleicht nicht mehr spielen braucht, wo man schon 20 Welten angelegt hat, oder? Dann macht das nicht so viel Sinn, wenn man doch ein bisschen Erfahrung dann schon hat. Äh, ich bin der Stadtbesucher. Ich bin der Stadtbesucher. Äh, und du kannst mir, falls du auf der... Äh, auf Odo war anders heißen solltest, Schmidt. Kannst du mir nochmal deinen Namen sagen oder schreiben? Gleich in der Venus starten. Na, das, wäre was, das wäre was für die Beta, ne? Dass wir denn eben auch mehr Beta-Tester haben in der Venus oder in, in neuen Zeitaltern. Aber gut, dafür vergeben sie dann eben separate Accounts. Schmidt-Dragon, okay. So, ich glaube, jetzt muss ich noch die Speere freischalten. Und dadurch kriege ich die... Den zweiten Teil der Questline. Ja. Jetzt hängt's. Das ist der Firefox-Browser. Also bei mir, also ich habe Probleme definitiv mit dem Firefox-Browser. Ich weiß nicht, ob einer von euch den Firefox-Browser benutzt. Aber bei mir macht der Probleme. Das ging ja jetzt flüssig bis zu diesem Moment. Aber jetzt hängt es an der Stelle. Eigentlich müsste es mir jetzt hier... Ich mache mal Reload. Müsste es mich jetzt ja hier auf die Karte hinweisen. Okay. Reload hat geholfen. Dann machen wir mal den einen Kampf. Ja, ich nehme auch Chrome. Normalerweise. Aber aus irgendeinem Grund scheine ich das Passwort verstellt zu haben. Und ähm, hier liegt es halt noch als Cookie. Denke ich irgendwo. Beziehungsweise der Hashwert. So, okay. So, und jetzt sollte ich an die Rangliste kommen und nach Schmidt Dragon suchen können. Da ist er auch schon. Oder sie. Hast du einen weiblichen Avatar und oder bist du auch weiblich? So, legendäre Bauwerke. Na, ja, das sieht doch schon ordentlich aus. Also du bist auf jeden Fall schon erfahrener, wenn ich das. Wenn ich da eine 109er Arche sehe? Beides, okay. <laughs> Und sonst hast du sehr viele legendäre Gebäude. Du hast auch relativ viele noch, die noch nicht so groß sind. Aber du hast auch einige, die schon ziemlich groß sind. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Alcatraz. Das ist auch sehr groß. ist ja auch eines der wichtigsten Gebäude. Die keterakotta Armee ist noch nicht so groß. ist auch relativ wichtig. Kassel de Monte ist dafür schon sehr groß. Observatorium für die Gilde. Leuchtturm ist auch schon sehr groß. Obwohl es eher ein nicht so ganz so wichtiges Gebäude ist. <laughs> ja, also Diamantrix jetzt aber nicht, ne? Nicht komisch werden. <laughs> ähm, wem sage ich das? Ähm, ja, Cape Canaveral bringt gut Forgepunkte. Hagia auch. Friedensturm schon recht stark ausgebaut. Auch kein so, so super Gebäude. Arktische Orangerie ist sehr gut. Burg auch. Chateau auch. Zeus auch. Inno und Aachener. Okay, also du bist da relativ durchwachsen, was deine legendären Gebäude angeht. Da könnte ich dir schon mal empfehlen, dass du dich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die wirklich lohnenswerten Gebäude fokussierst. Marco, schlaf schön. Schlaf schön, Marco. Ähm, schön, dass du da warst. Wir sehen uns bestimmt oder hören uns bestimmt oder schreiben uns bestimmt bald wieder. Mach's gut, Marco. Genau, also dass du dich vielleicht ein bisschen mehr fokussierst, was den Ausbau der legendären Gebäude angeht. Du baust jetzt hier schon wieder an der Arche am nächsten Level. Das ist eine sehr teure Angelegenheit. Und du bekommst dafür 0,1% mehr forge -Punkte. Und das ist jetzt nicht so viel pro Level. Was du stattdessen machen könntest, wäre zum Beispiel mal die blaue Galaxie hochzubringen, ähnlich wie, ähm, wie deine Bokeh Denn die hat ja auch so Kernlevel und die verdoppelt halt deine Ernte auf den Eventgebäuden. Also wenn du die auf den Eventgebäuden einsetzt. Äh, das wirst du ja wahrscheinlich schon tun, aber du hast ja im Moment nur, sagen wir mal, haben wir hier sechs Versuche? Und du kannst halt mit weniger Fortspunkte Einsatz die blaue Galaxie jetzt auf, naja, auch so auf 65 oder sowas hochbringen und deutlich mehr Forschpunkte gewinnen machen als mit der Arche, wo du jetzt immer so ein paar Forschpunkte, so ein paar, ein paar wenige immer dazu bekommst. Ein Semmel willkommen im. Als neuer Zuschauer. Danke fürs Follow. Ähm, war schon vor 11 Minuten, habe ich voll verpasst. Genau. Also die Blaue Galaxie ist extrem effizient mit in, in Kombination mit den neuen, neuen Eventgebäuden. Von daher ist die Blaue Galaxie wahrscheinlich so das, am, das Gebäude, was am sinnvollsten ist, wenn es dir um Forgepunkte geht, was du ausbauen solltest. Wenn es dir um Kampfkraft geht, wäre die Terrakotta-Armee äh, das zweite Gebäude, was ich noch empfehlen würde. Denn du hast ja jetzt ähm, Kassel de Monte, nee, -Monte Aachener und Zeus schon relativ weit oben und da sind jetzt die Level relativ teuer, wenn du die weiter ausbaust und die Terrakotta-Armee kommt ja erst in den Bereich, wo es dann sehr günstig wird. Ähm, mit dem Ausbau. Also definitiv an den beiden würde ich eher arbeiten als weiter die Arche auszubauen an deiner Stelle. Das bringt dir kurzfristig deutlich mehr Gewinn. So, dann schauen wir mal in deine Stadt. Du bist auf Rang 4, äh, 566. Das ist schon sehr weit oben. Auch schon in der Venus. Ja. Sieht sehr aufgeräumt aus, deine Stadt. Du hast sehr lange kettengebäude drin und äh, sehr viele Gebäude eines gleichen Typs du liebst Ordnung <laughs> das sieht man ähm, bei mir ist es ja also das muss ja für dich dann schon ein ganz schönes Durcheinander sein bei mir ne <laughs> Meine Stadt ist vergleichsweise unaufgeräumt. Aber ich habe trotzdem versucht, die einigermaßen effizient zu bauen. Ähm, man kann ja auch so die Straßeneffizienz und sowas anzeigen lassen. Das kann ich jetzt leider nicht, weil ich den FOE-Helfer nur auf Firefox habe. Schade eigentlich. Noch ein Grund, äh, mal zu gucken, was mit dem Passwort nicht stimmt. Äh, nur auf Firefox sage ich schon, nur auf dem äh, Chrome-Browser. Und auf dem Firefox ist es ja eh nicht ganz aktuell. Okay. Ähm, du hast hier zum Beispiel schwebende Gärten. Hast du die, die, hast du die schwebenden Gärten, weil du die schön findest oder brauchst du die? Tyravai, auch dir eine gute Nacht. Schlaf gut, schön, dass du wieder da warst. Und. Ach so. Marco habe ich gar nicht nochmal Danke gesagt für die vielen Bits. Dir auf jeden Fall danke für die vielen Bits, Thürai. Schlaf gut und äh, bis ganz bald, bestimmt. Ähm. Ah, du brauchst sie wegen der Werkzeuge. Okay. Stimmt. Das ist dein Gebäude deines Zeitalters. Wie schaut es denn aus mit den Schlittenbauern? Möchtest du die nicht upgraden? Möchtest du die gerne. Möchtest du die gerne in den älteren Zeitaltern behalten? Ich sehe, du hast hier auch ein paar Venus-Schlittenbauer. Also, du kannst halt auch mit den Schlittenbauern ähm, die Produktionen deines Zeitalters ähm, machen und müsstest nicht unbedingt die schwebenden Gärten dafür nehmen. Und die Schlittenbauer sind halt wesentlich kleiner. Und du kannst dann, wenn du kein Event laufen hast, dann kannst du halt mit den Schlittenbauern voll auf ähm, die Güterproduktion gehen, was du wahrscheinlich damit machst. Oder auch die Forgepunkte. Bringen die auch Forgepunkte? Ich glaube nicht, ne? Und dann eben auch Güter produzieren. Und wenn du ein Event laufen hast, dann nimmst du eben die, die Venus Schlittenbauer. Stellst du dir vielleicht alle irgendwie in eine Ecke und machst damit die produktion deines zeitalters und dann hast du halt wesentlich kleinere gebäude für den gleichen zweck und kannst hier neue, neuen platz gewinnen im oberen bereich dann sehe ich hier zum beispiel neben der ehrenstatue hast du hier diese straße lang laufen ähm, um das hippodrom anzuschließen das musst du natürlich machen, um das Hypodrom anzuschließen, aber schöner wäre es natürlich, wenn du das so gestalten könntest, wie hier unten, mit der Endstatue, dass du keine Straße neben der Straße der Ehre mehr verlaufen äh, mehr mal was? 1, 2, 3 Äh, keine Straße neben der Straße der Ehre zusätzlich verlaufen hast. Ist das richtig? Verlaufen? Klingt irgendwie komisch. Naja, aber ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich meine. Ähm, Himmelstaxi macht, glaube ich, das Himmelstaxi macht ähm, Zufriedenheit. Das steht hier unten. Ich nehme an, das ist nur dein das Gebäude, was du jetzt hast, äh, wegen des Events aufgebaut. Ja, genau. So, ähm, ja, die, die äh, Schmieden sind schon die besten Gebäude, wenn man jetzt so kleine Eventproduktionen machen will. Kann man natürlich auch mit den Schlittenbauern machen. Ähm. Dann könntest du dir halt auch Schmieden sparen, aber dann müsstest du halt entsprechend ähm, auch weniger Güterproduktion laufen haben. Ist halt so ein bisschen die Frage, wofür hast du die Güterproduktion? Ich nehme mal an, dass du Güter für die Gilde produzierst, um sie dann vielleicht in die Gildenkasse einzuzahlen, wenn du genügend davon gesammelt hast und um deine Gilde zu unterstützen. Genau, deswegen ist es halt auch gut, wenn man, wenn man gerade noch. Schlittenbauer aus älteren Zeitaltern hat. Ich sehe hier Astro, ich habe Mars gesehen vorhin, dass man dann eben auch ein bisschen breiter Güter produziert und nicht alle aus einem Zeitalter. Genau. So. Dann hast du hier zum Beispiel die Globusbrunnen. Die Globusbrunnen sind nicht mehr so effizient. Die haben, glaube ich, ein bisschen... Müsste ich erstmal gucken, was die haben. Oder du sagst es mir eben. Ich glaube, sie haben ein bisschen Angriffskraft, ne? Ganz kleine Prozentzahl. 9%? So viel. Oder ist es Verteidigung? Für Verteidigung? Ja, also. Ich bin kein Fan von Verteidigung für die Stadt. Also ich würde Stadtverteidigung generell nicht bauen, weil im Grunde kannst du die Stadtverteidigung nicht so hochziehen, wie du sie bräuchtest, dass niemand durchkommt, ohne jede Menge an Platz zu verbrauchen für die Stadtverteidigung. Ähm, es ist effizienter, wenn du ab und zu mal ein Gebäude plündern lässt. Als wenn du deine ganze Stadt mit Stadtverteidigung vollbaust. Ah, okay. Wegen dem Werkzeugboost. Mhm. Hast du, brauchst du das wirklich noch? Weil die Bokimiji, die gibt ja auch deutliche, deutliche Werkzeugvorteile. Ähm, und ich habe ja gesehen, dass du deinen Leuchtturm von Alexandria auch weit ausgebaut hast. Die trauen sich nicht zu plündern, okay. <laughs> ja. Musst du mal gucken, also, ob du sie wirklich noch brauchst. Ähm. Ich würde vermuten, dass, dass du langsam. Du willst den Leuchtturm auf 500% bringen, nehme ich an. Ne? Also ich glaube, ich habe ihn schon dort. Mal gucken. Ja, 500%. Stufe 80. Ja, du hast, wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich genügend Werkzeuge inzwischen gesammelt. Und mit Hilfe von, von Leuchtturm und Bokimeji sollte da auch noch mehr zusammenkommen. Von daher... Kannst du darüber nachdenken, ob du die nicht ersetzt. Beispielsweise gegen die Bühne der Zeitalter oder sowas. Also dann musst du natürlich umbauen, weil die nicht die gleiche Grundfläche hat, aber... Ja. Ähm, dann hast du hier genauso auch Taktikertürme. Auch da ist es ja Verteidigungskraft. Lohnt halt nur bedingt, ne? Also lohnt sich halt eigentlich gar nicht lohnt sich eigentlich gar nicht. Ähm, Bau lieber Angriffskraft auf der gleichen Fläche oder FP-Gebäude. Ansonsten kannst du dein Yggdrasil noch hochziehen, der ist noch relativ klein, ist ein extrem gutes Gebäude, aber ist natürlich auch recht aufwendig, die Wikinger durchzuspielen. Den Synthesizer ja, den wirst du wahrscheinlich jetzt haben, weil du relativ rasch äh, in, in die Venus gegangen bist. Schätze ich mal. Kannst du vielleicht auch mit der Zeit dann abreißen. Ähm ich habe es inzwischen so, dass ich eigentlich schon relativ sicher jetzt ins nächste Zeitalter wechseln kann weil ich inzwischen schon genügend Güter ab eingesammelt habe und bräuchte jetzt auch keinen Synthesizer für Venusgüter zum Beispiel. Genau. Okay. So, sonst? Ja, man kann sicherlich noch einige, einige Verbesserungen machen. Ähm, du könntest noch ein bisschen... Wie gesagt, auf die Straßen achten. Man könnte das Rathaus in die Mitte ziehen. Damit würdest du halt Straßen sparen. Ähm, beispielsweise, wenn du das Rathaus anstelle. Also, ich weiß nicht, ob es hier hinpasst. Müsstest du halt gucken. Aber wenn du es jetzt hier zum Beispiel hättest, an der Stelle, wo der Kol Koloss ist und das Haus des Wolfes, dann bräuchtest du ja und, und ähm, es ein bisschen nach nach äh, oben links schiebst, dann bräuchtest du ja diese Straße hier oben nicht. Die könntest du ja dann zum Beispiel weglassen und würdest dann einfach vom Rathaus abgehen, Straßen nach Norden hättest du dann und nach ähm, <laughs> der Finger geht falsch, ne? <laughs> nach ähm, Osten und so, da könntest du noch ein bisschen Straße sparen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo du noch ein bisschen was an, an Straßeneffizienz rausholen könntest. Generell gilt auch ähm, kleine Gebäude eher in die Mitte, große Gebäude eher an den Rand der Stadt. Weil du bei kleinen Gebäuden generell mehr Straßen brauchst, das hast du zum größten Teil eigentlich umgesetzt. Du hast jetzt hier vielleicht ein paar legendäre Gebäude so ein bisschen mittig, aber das ist jetzt alles nicht so weiter wild. Genau. Oder auch Gebäude mit der kurzen Seite anschließen. Also zum Beispiel die Suishunmühle, die ist ja, glaube ich, auf der Seite kürzer als auf der Seite. Es würde sich dann eher lohnen, wenn du sie nur auf dieser Seite anschließt an die Straße. Der wichtigste Tipp von allen ist natürlich, kommt natürlich jetzt hier von Aldrin. Äh, lass dir von niemandem sagen, wie du spielen sollst. <laughs> es muss Spaß machen. Genau. Ähm, das sind jetzt alles nur, nur Empfehlungen, was du noch machen könntest, wenn du noch ein bisschen mehr rausholen möchtest. Ähm, so kannst du halt noch ein bisschen Platz gewinnen. Was die LGs angeht, kannst du ein bisschen schneller vorankommen noch. Obwohl deine Stadt ist halt so weit ausgebaut, dass du wahrscheinlich eh extrem schnell vorankommst. Ähm, das sind dann einfach noch. Ein ja. Geht's einfach noch ein bisschen schneller. Genau. Ähm, und so läuft ein Stadtbesuch ungefähr ab. Und, ähm, wenn, wenn jemand meine Stadt besuchen würde, dann würde der oder sie, also würde er oder sie, je nachdem wer besucht, sicherlich auch noch viele Sachen zum Verbessern finden. Ähm, die finde ich auch selber. Aber man braucht halt auch immer mal ein bisschen Zeit, wo man das dann wirklich umsetzt, so ein Stadtbesuch, weil das ist halt ja auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ein Stadtumbau. So, ich mache mal den Ton wieder aus. Genau. <laughs> ja. So, jetzt ist der nächste Tag, hat der nächste Tag begonnen. Dann schauen wir mal. Wir wissen ja schon, was der Tagespreis ist und zwar die Menagerie. Und jetzt würde ich mal alle Welten nochmal durchgehen und gucken, ähm, was ich jetzt für Alternativpreise bekomme. Hier bekomme ich zum Beispiel die Schildwacht. Auch ein schöner Tagespreis. Und wir sehen außerdem, dass das Tagesziel weitergezogen ist. Und zwar gar nicht so weit. Ich glaube, es ist immer in Reichweite von einer gewissen Anzahl an Feldern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wieder acht sind es. Wir hatten sieben, acht und neun Felder vor der Spielfigur. Kann sein, dass es immer so sieben bis neun Felder vor der Spielfigur ist. Das Tagesziel. Ähm, ja. Im Discord erklären könnte, könnte einfacher sein. Genau. Also ich habe ich hab halt größtenteils Vermutungen geäußert, ähm, warum Schmidt jetzt Dinge so gebaut hat wie sie gebaut hat. Ähm, das hat jetzt auch oft, oft gestimmt. Aber wenn man, man kann halt auch gemeinsam drüber reden. Das ist halt dann die Alternative. Ne? Also Stadtbesuch und Stadtbesprechung. Genau. Da kann man dann halt gemeinsam drüber reden, aber da muss man halt dann auch einen Discord haben. Ähm, wobei ich auch andere Sachen noch machen könnte. Also ich habe ähm, hab auch Skype und nee, Skype habe ich noch. Skype hätte ich auch noch. Genau. Das ging ja auch noch. Ja, äh, bei dir hat sich das Tagesziel kaum verschoben. Achso, du hast nicht gespielt. Ja, gut, dann eh nicht. Dann eh nicht. <laughs> dann eh nicht. Okay, aber ähm, es lohnt sich ja jetzt zusätzlich noch weil, wegen des Tagespreises, dass ich ein paar Würfel werfe, ähm, weil ich ja hier auch noch ein paar hier unten habe ich ein paar ähm, Schildwachten, die ich noch ausbauen möchte <laughs> auf drei, auf drei, auf, Sta auf Stufe 2. und von daher setze ich jetzt noch mal Würfel ein. Das ist jetzt noch mal ganz gut. Weil vielleicht kriege ich ja jetzt einen Tagespreis. <laughs> Schauen wir mal. 5 und spiegelt aus dem Tagesziel. Und zwei Agenten. Schade. Naja. Aber mehr gebe ich jetzt trotzdem erstmal noch nicht aus. Also ich denke, die Schildwacht kommt ja eh nochmal im, im regulären, als regulärer Tagespreis. Und wenn ich am Ende noch. Ja, irgendwie Tagesziele suche, wo ich würfle, dann, dann doch lieber bei der Schildwacht, bei, bei der zweiten Schildwacht. Und jetzt erstmal äh, Spiegel sammeln, denke ich. Genau. Okay, genau. Dann würde ich mal auch die anderen Welten noch anspielen und reinschauen. Ich muss mir mal. Ich muss mir mal noch eine Anpassung machen hier für den Hauptmonitor, dass ich hier mal noch Bänder drüber lege, oben und unten. Dann kann ich oben noch anzeigen lassen, wer die letzten Abos gemacht hat und so. Und unten vielleicht auch noch irgendwas anzeigen lassen. Mal schauen. Genau, das habe ich jetzt auf dem Hauptbildschirm noch nicht gemacht. Sonst. Ähm, ja. Aber ist wieder mit ein bisschen Arbeit verbunden. Ne? Oh, nochmal noch mal das gleiche Glück. Aber hier habe ich nicht gespielt. Aber jetzt lohnt es sich ja einigermaßen. Ich spiele mal eben eins: Schildwacht. Zwei: Schildwacht. Oh, Glück gehabt. Doppelt Glück gehabt. Was mache ich Freitagabend? Ähm, fragst du wegen Portal? hat Richtig. Ja, also tatsächlich kann es sein, dass ich Freitagabend Zeit hätte. Ich weiß noch nicht, wann. Ja, am Abend habe ich ja sowieso Zeit meistens. Also... Ähm, nur kann es sein, dass ich am Freitag dann mit Alex lieber Fernsehabend mache. Müssen wir mal schauen. Oder wir vielleicht irgendwann mal irgendwo mal wieder hingehen oder so. Kino oder Essen oder sowas. Aber dann um 22 Uhr ja auch nicht mehr. Genau. Ähm, ja, was mich jetzt ein bisschen, was mich jetzt ein bisschen ähm, davon abhält, Portal im Koop weiter zu spielen, ist, dass ich im Singleplayer noch nicht so weit bin. Weil wir bekommen ja jetzt bestimmt die, die, neuen, äh, die neuen Waffen. Ne? Also Waffen oder die neuen Tools bei Portal, womit wir dann noch mehr machen können. Und äh, weitere Rätsel lösen müssen, ähm, die ich aber im Singleplayer-Modus noch nicht erreicht habe, weil ich nicht dazu gekommen bin, bei der Portal zu spielen. Weil mich gestern zum Beispiel Freakman angesprochen hat und gefragt hat, ob ich nicht lieber Rocket League spielen will. Und da sowohl Freakman als auch Alec mit mir zusammengespielt haben, konnte ich nicht widerstehen und habe dann Rocket League gespielt. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also hier ist die Hanami-Brücke, die Alternativpreis zu Suishun-Mühle. Das lohnt sich nicht so richtig doll. <laughs> ja, weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal schon, dass da dann die, 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 die weiteren Tools kommen, die man dann noch so bekommt. No? Und die habe ich ja jetzt als äh, im Singleplayer-Modus noch nicht freigeschalten. Und dann würde ich quasi so ein bisschen den Singleplayer-Modus -Single -Player spoilern. Ich weiß nicht, aber ist ja auch nicht so schlimm, oder? Äh, Lord Spira. Ja, kann ich nochmal machen. Dann schaue ich mal nochmal beim Lord, Lord Spira. Ähm, ja, okay. sicher, dann. Und danach würde ich, würde ich Feierabend machen. Äh, Lord Spira the Wolf. Das Gute auf, ist ja, dass ich auf O jetzt keine Welt mehr anlegen muss, weil ich schon eine Welt habe. Ähm, dann schauen wir beim Lord Spira nochmal. Na, nicht Welt wechseln, das ist Quatsch. Und jetzt lädt es wieder so lange hier. Okay. Ähm, ich wünsche dir eine gute Nacht. Sprech mal nochmal wegen Freitag. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn ich da, wenn ich die Waffen spoilere. Ne? Okay. Lord Spira the Wolf. Auch er ist schon sehr weit mit 442.000. Punkten und äh, Rang 286. also sogar noch weiter als Schmidt. Ah, ich schon auf 140. Alle, alle legendären Gebäude schon sehr weit oben. Abgesehen von der fliegenden Insel die ist noch ein bisschen niedriger auf 51. Aber auch hier hätte ich gleich ein paar Ideen. Und zwar sehe ich zum Beispiel, dass sein Aachener Dom auf 80 ist und seine Terracotta-Armee auf 80 und sein Zeus auf 80. Und der Kassel der Monte ist auf 83. Und Das äh, Besondere oder Interessante bei den, bei den Kampf- legendären Gebäuden, ist ja, dass sie alle ungeraden Level einen zusätzlichen Prozent Angriffskraft bringen. Von daher lohnt es sich eigentlich mehr, wenn man die Gebäude ausbaut, sie auf einer ungeraden Zahl stehen zu lassen. Also vielleicht, wenn er mehr Kampfkraft möchte, falls Lord Spira ein ER ist, ähm, dort jeweils noch, ein, noch einen Prozent drauflegen. Weil dann hat man relativ schnell 3% drei, drei Kampfkraft gewonnen. Genau. Ansonsten ist die arktische Orangerie die Orangerie, arktische Orangerie definitiv ein Gebäude, was man sehr hoch ausbauen kann. Genauso wie das Alcatraz und die Arche. Das lohnt sich bei den dreien sehr, die arktische Orangerie, weil sie einfach die Kampfkraft auch insbesondere in den ähm, Gildengefechten steigert, weil man ja da, also weil die Arktische Orangerie ja den Kampfbonus gegen ähm, Einheiten des gleichen Zeitalters oder des eigenen Zeitalters ähm, verstärkt und in, der, in den Gildengefechten hat man eben Gegner des eigenen Zeitalters. Genau, das ist halt in den Gildengefechten sicher. Bei der Gilden Expedition hat man ja auch Einheiten des vergangenen Zeitalters. Da würde dann die, Arche, äh, die Arktische Orangerie nicht zünden. Oder auch im GVG, wenn man jetzt irgendwie im späten Mittelalter spielt oder so, da würde sie dann auch nicht wirken. Aber ansonsten ist die Arktische Orangerie definitiv eins der Top-Gebäude zum Weit-Ausbauen. Was auch noch dazu gehört, gehören würde, wäre das Chateau. Aber dann muss man auch aktiv Schleifenquests Schleifen machen. Aber auch hier ist auch das Chateau bei ihm schon auf, drei, äh, auf 86. Also schon sehr, 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 relativ weit ausgebaut. So, wo ist dann seine blaue Galaxie? Verhältnismäßig wenig. Legendäre Gebäude und wenn ich das richtig sehe, hat er keine blaue Galaxie. Definitiv ein Auf- und Ausbauwert, die blaue Galaxie. Äh, dazu kann ich nochmal das Video vom Zocket empfehlen. Äh, also einfach mal, äh, falls ihr den Zocket nicht kennt, nach Zocket suchen. Äh, Blau blaue Galaxie. Um, er hat ein, hat ein neues Video von der Blauen Galaxie gemacht. Kennt ihr? Genau. Äh, die Blaue Galaxie ist vermutlich inzwischen das, was forge -Punkte betrifft, äh, effektivste legendäre Gebäude. Also was sich am schnellsten amortisiert. Es hängt ein bisschen damit zusammen, welche Eventgebäude ihr in der Stadt zu stehen habt und welche Eventgebäude ihr dann damit verdoppelt. Aber es ist vermutlich inzwischen das beste legendäre Gebäude, was die forge produktion angeht. Und das verdoppelt ja auch alles dann auch, die Güter und so. Ähm, und da ihr ja auch Güter sammelt für eure Gilde, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, Lord Spira das wahrscheinlich auch macht. Weil ihr wahrscheinlich auch eine äh, sehr engagierte Gilde habt. Äh, The Ronin, UA. Da lohnt es sich dann auch, die Blaue Galaxie da zur Verdoppelung der Güter einzusetzen. Genau. Ähm, sonst, da Lord Spira schon so weit ist, könnte er dann auch drüber nachdenken, ob er die letzten, den letzten Versuch sich holt, in der Burg zum Beispiel, und im Weltraumfrachter, dann auf Stufe 91. Ne? Da sind dann nochmal einige FP notwendig, den letzten Versuch da rauszuholen. Aber wenn man schon so weit ist, wie Lord Spira, dann äh, beginnt irgendwann, oder kommt man irgendwann an den Punkt, wo man äh, eh nicht mehr weiß, so recht weiß, wohin mit seinen Fortspunkten. Aber ich denke, effektiver ist die Arche schon noch. Aber es gibt halt nochmal einen zusätzlichen Versuch auf Stufe 10. Äh, auf Stufe 91. Einen zehnten Versuch. Für Weltraumfrachter und... bo und auch für die blaue Galaxie. Da gibt es einen 15. Versuch bei der blauen Galaxie. Aber danach gibt es keine weiteren Versuche mehr. Ähm, okay, schauen wir mal in seine Stadt. Wenn mich der Firefox-Browser dann lässt. Ja. Ähm, auch sehr aufgeräumt hier gleich der gleiche Tipp nochmal wie gerade bei Schmidti. Ähm, Straße ist nicht nötig neben der Häuserbahn, aber das weißt du auch, wie man hier sehen kann. Vielleicht kannst du das nochmal noch irgendwie ein bisschen umgestalten und besser designen. Ähm, ansonsten... Der, auch das gleiche wieder mit dem Rathaus. Könntest du in die Mitte ziehen, dadurch ein paar Straßen sparen? Du könntest dir überlegen, ob du zweispurige Straßen überhaupt brauchst. Ähm, denn ich habe keine mehr. Man bekommt ja auch auf den zweispurigen Straßen ab der arktischen. Ne, Quatsch, ab der. Ozeanischen Zukunft, so heißt es, ab der Ozeanischen Zukunft keine ähm, Ereignisse mehr. Von daher braucht man die Straßen nicht mehr für die Ereignisse. Sonst davor würde sich das lohnen, für, für die Ereignisse mindestens eine zweispurige Straße auch zu stellen. Aber hier brauchst du sie nicht mehr. Und wenn du Einheiten produzierst, dann wirst du das ja wahrscheinlich eher über das Alcatraz machen. Ähm, das ja schon sehr hoch ausgebaut ist. Und da genügt es ja auch, wenn nur die Ruine oder die. Das, nicht Ruine, sondern das Gerüst steht. Und das Gerüst muss ja nicht an einer zweispurigen Straße stehen. Fürs Einsammeln, um dann das. Ähm, die entsprechende Einheit aus dem Gerüst zu bekommen. Genau. Ansonsten, ja. Ist eine äh, schon, schon sehr gut organisierte Stadt, denke ich. Ähm, die Lückenfüller, Schildwachten. Das ist, also, wenn man, wenn man Schildwachten im mehr oder weniger Stadtzentrum hat, dann kann man sich überlegen, ob man da nicht vielleicht das irgendwie ein bisschen umbaut, ähm, dass man die vielleicht eher an den Rand kriegt und noch weniger Lücken hat, die man füllen muss. Aber ich denke, das ist jetzt hier von ähm, wie heißt er nochmal, von Lord Spira, genau, hier oben steht es ja, auch eher so eine, so eine ähm, Bequemlichkeitssache, weil er noch nicht zum Umbau gekommen ist um das noch ein bisschen effizienter zu gestalten. Ansonsten ist die Stadt schon ziemlich effizient gestaltet. Klar, man kann natürlich dann die Karusselle austauschen gegen effektivere Kampfkraftgebäude. Man kann ähm, auch die Pagoden vielleicht irgendwann austauschen. Aber dazu muss man dann eben auch die Gebäude erstmal haben. Oder auch die Ehrenstatuen vielleicht. Na, da gibt es ja jetzt auch demnächst den Elefanten. Oder was heißt demnächst? Es gibt ja den Elef Elefanten schon, ähm, der dann zusätzlich nochmal Kampfkraft bringt, was die Ehrenstatuen nicht haben. Ähm, und da kann man dann vielleicht die Ehrenstatue gegen den Elefanten ersetzen. Aber da muss man ja auch erstmal die Kids zusammengesammelt haben für. Und sonst sind die Ehrenstatuen auch halt relativ. Tief reine gebäude ne? Und der Elefant, der hat dann eben nochmal Angriffskraft. Ja, ansonsten wurde gerade meine Verbindung getrennt. Aus mir nicht erklärlichen Gründen. Aber die Stadt ist halt schon ziemlich gut äh, und ziemlich weit. Genau, ähnliche, ähnliche Tipps wie bei dir, Schmidt, ne? Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, es ist halb eins. Und ähm, damit ich pünktlich ins Bett komme, würde ich jetzt an der Stelle auch Schluss machen wollen. Es hat mir wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank nochmal für diese unglaublich reichhaltige die, diesen unglaublich reichhaltigen Bit- und Abo-Regen am Anfang. Ähm, das das äh, ist eine, eine ex, äh, extrem gute Motivation. Ähm, zeigt halt, dass ihr, ihr auch mögt, was ich, was ich mache. Ähm, ja, genau. Und sonst äh, würde ich sagen, wir hören uns. Definitiv am nächsten Mittwoch wieder, aber ich weiß halt nicht, ob ich nächsten Mittwoch wieder einen Forge of Empires Stream mache oder ob ich dann vielleicht dann doch eher mit Portal oder so weiter mache. Aber ich werde auf jeden Fall einen Stream machen. Es wird auf jeden Fall nächsten Mittwoch keine großartigen Neuigkeiten geben, weil es eben keine neuen, neuen Events gibt und wahrscheinlich auch keine anderen neuen besonderen Features auf dem Beta Server. Deswegen ist es, glaube ich, so, eine zwei so ein zweiwöchiger Tonus äh, auch okay. Und manchmal, ich hatte ja jetzt auch manchmal am Freitag und am Samstag noch einen zusätzlichen Forge of Empire Stream. Naja, wie gesagt, <laughs> eher spontan. Okay. Ja, Schmidt, ähm, sehr gerne. Sehr gerne. Und sonst wünsche ich euch dann eine gute Nacht und viel Erfolg im, im Event. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder schreiben. Und sehen. Gerne auch am nächsten Mittwoch. Weil die Zeit werde ich mir auf jeden Fall blockieren. Auch wenn ich... Übernächsten Mittwoch dann wahrscheinlich, ab übernächsten Mittwoch dann im Urlaub bin. 14, 14 Tage. Ne? Okay. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wen soll ich raiden? Habt ihr noch eine Idee? Ich muss auf jeden Fall jemanden raiden, nicht dass ich das wieder vergesse. Äh, p ist noch wach. Soll ich zu p, -Dizzle, p -Dizzle raiden? Der spielt, spielt Medieval Dynasty. Kenne ich nicht. Aber ähm, ihr sollt natürlich noch die Gelegenheit bekommen, ein paar Kanalpunkte einzusammeln. Und wenn ihr jetzt keine, keine andere Idee habt, zu wem ich raiden soll, dann würde ich P-Dizzle nehmen. Ähm, ich schaue nochmal nach den Kategorien. Spielt zwar jemand Jagged Alliance, aber nur auf Russisch. Und Forge of Empires bin ich der einzige. Genau. Okay, dann bleibt noch kurz dran. Stream verwalten. Das dauert immer ein bisschen. Okay, so, jetzt schaue ich nochmal rein. Habt ihr noch einen Vorschlag? Nein. Patrick, ja, Patrick ist doch, ist doch p diesel Genau, dann äh, raide ich zu p Und, ähm, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Raiden, was das Zeug hält. Genau, das gibt nochmal ein paar Kanalpunkte. Um, und die könnt ihr dann natürlich beim nächsten Stadtbesuch wieder äh, benutzen. Und Schmidt kannst du dann vielleicht beim nächsten, nächsten Stadtbesuch dann äh, auch ohne Hilfe äh, den selbst einlösen. Genau. Tschüss! Sind schon, ich sag mal, nicht mehr ganz so schlecht aufgestellt wie am Anfang. Und ähm, ja, hoffe, euch allen geht's gut. Ihr hattet einen wunderschönen Stream. Was hast Schönes gemacht, Chris? Und ganz viel Liebe geht raus. Auch an euch, Raider. Vielen Dank fürs Mitraiden, ist nicht selbstverständlich. Abends, Aldrin. Grüß dich. Grüß dich, Aldrin. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie es dir? Alex Sunrider, moin, was geht? Guten Abend, Chris. Ey, ganz viel Liebe geht raus und dich. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Freue mich sehr darüber. Dankeschön. Und schaut, ging auch gerade eben raus. Schaut beim Chris vorbei. Lasst ein Follow da, lasst ein bisschen Liebe da. Ihr wisst, wo ihr hindrücken müsst. Nehme ich aufs Herz. Weil da lasst ein bisschen Support da. Wichtig und richtig. Link ist im Chat, da kommt er direkt zum Chris. Da kommt er direkt zum Chris. und Aldrin, danke schön für den Follow. Freue mich, dass es hier ebenfalls gefällt, dass mir ein Follow da ist. Danke schön für den Support Reno und freue mich, dass du jetzt auch zugehörst. So, ich zeige euch mal ganz kurz, liebe Raider, was wir hier schon schönes gebaut haben. Wir haben hier einmal Jäger, ein Jägerstand, wo ordentlich Fleisch produziert wird. Hier zwei kleine Häuslein für meine Bürger. Hier ein kleines Lebensmittellager, Brunnen, bisschen Holz. Ah, uh, noch eine.